Wie meinen treuen Hörerinnen und Hörern bekannt sein dürfte, zog sich mein Freund Sherlock Holmes, der einzige und dazumal sehr bekannte und gern konsultierte beratende Detektiv Englands, kurz nach der Jahrhundertwende endgültig von seinem öffentlichen Wirken in London ins Privatleben zurück. Möglicherweise trugen die schwarzen Phasen nach seinem situativ bedingten Kokainkonsum die Schuld. Eventuell lag es am zunehmenden Alter, welches sich in gelegentlichen rheumatischen Anfällen bemerkbar machte. Vielleicht war es aber auch der steigende Überdruss auf die Gesellschaft, die er in zunehmendem Maße als dekadent empfand. Er sehnte sich jedenfalls so sehr nach einem beschaulichen, wohltuenden und beruhigenden Leben in der Natur, dass er sich dazu entschloss, kurzerhand die von ihm so tief empfundene, düstere Hoffnungslosigkeit und das resignative Dunkel jener Metropole, die so lange Schauplatz seines genialen Wirkens gewesen war, ein für allemal zu verlassen. Er wählte als Domizil für seinen Ruhestand ein idyllisch gelegenes Anwesen am Südhang der Downs in Sussex, etwa 5 Meilen von Eastbourne entfernt. Von dort bot sich dem Auge des neuen Anwohners ein umfassendes und atemberaubendes Panorama. Er konnte nun, wann immer er das wollte und ihm danach war, den Blick über die weißen Kreidefelsen und den selbst bei Flut etwa 100 Yards breiten Kiesel- und Geröllstrand bis weit hinaus auf den Ärmelkanal schweifen lassen. Fortan widmete er sich nur noch der Bienenzucht, dem Studium der Philosophie und der Landwirtschaft. Seine Berühmtheit wurde ihm geradezu verhasst und er wünschte keine weiteren Publikationen seiner zurückliegenden Fälle, da nun beides für ihn keinen praktischen Nutzen mehr besaß. Man trug ihm zwar immer noch und immer wieder eine Menge Fälle an, doch er schlug alles konsequent aus, egal wie fürstlich das Honorar auch bemessen war. Sein Entschluss, daob, schien endgültig. Das alles hatte zur Folge, dass ich ihn nur noch selten zu sehen bekam, ja schier fast aus den Augen verlor, was ich natürlich durch gelegentliche Besuche am Wochenende energisch zu ändern trachtete. Denn ich selbst war viel zu sehr ein bekennender Stadtmensch, der das hektische Treiben Londons nicht missen wollte, als dass ich hätte mit ihm aufs Land ziehen mögen. Zur Erholung oder um für einige Tage Urlaub zu machen schon, aber nicht dauerhaft. An einem Freitag im Herbst des Jahres 1910 war es wieder einmal soweit und ich fuhr hinaus nach Sussex, um mit ihm ein paar ruhige Tage zu verbringen, wertvolle Gespräche zu führen und in Erinnerungen zu schwelgen. Als ich am frühen Abend an meinem Ziel anlangte und mit meinem erst kürzlich neu erworbenen Automobil knatternd auf den freien Platz vor dem Haus fuhr, trat er gerade aus dem Stall, der dem Wohnhaus gegenüber lag und worin er eine Kuh und mehrere Hühner zu halten pflegte. Ich fand ihn hervorragend aufgelegt und in bester Laune vor. Das machte mich stutzig und ich schaltete argwöhnisch den Motor ab. In dieser Stimmung war er stets gewesen, wenn er nach langer Abstinenz wieder einen Fall zu bearbeiten hatte. Ja. Holmes, wie schön, Sie bei bester Gesundheit zu sehen. Patschen Sie! Was für eine angenehme Überraschung, alter Freund, ja wirklich schön. Er kam freudestrahlend auf mich zu. Ja, in der Tat, ich befinde mich äußerst wohl. No, ja, das sieht man Ihnen an. Ich schloss die Tür meines Gefährts. Er betrachtete eingehend meinen neuen fahrbaren Untersatz. Oh, was sehe ich denn da? Sie sind also nun auch unter die Automobilbesitzer gegangen, wie? Ja, dies ist ein Daimler. Er ist brandneu und verleiht einem eine gewisse Unabhängigkeit von den Fahrtzeiten der Eisenbahn. Wie wahr. Er wird sicherlich auch die gute alte Droschke bald völlig vertrieben haben. Das Landleben scheint Ihnen ausgezeichnet zu bekommen. Haben Sie gerade die Hühner gefüttert und die Kuh gemolken? Oh ja, und die Gänse versorgt, ja. Ich verfüge nämlich seit kurzem über 2 dieser reizenden Entenvögel. Gänse? Na, ich hoffe, Sie halten das Geschnatter aus. Ach, das ist doch gar nichts gegen das Blöken der Schafe. Schafe? Ja, ganz recht. Ich habe hinter dem Haus ein Stück Wiese eingezäunt und zu einer kleinen Weide umfunktioniert, wissen Sie? Ich schüttelte verständnislos den Kopf. Jetzt fehlen wohl nur noch Ochs und Esel. Eine gute Idee, Watson. Doch, wirklich. Auch über Ziegen denke ich derzeit nach, ja. Ziegen? Jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen. Er hob abwehrend die Hände.
Keineswegs. Wo denken Sie hin, Doktor? Nichts läge mir ferner. Holmes, Holmes. Wer hätte das gedacht, dass aus der Welt größtem beratenden Detektiv der einst ein einfacher Bauer werden würde? Landwirt, Doktor, Landwirt, bitte. Ich betrachte mich eher als Landwirt, denn als Bauer. Ach, gibt es da einen Unterschied? Er nickte zustimmend. Natürlich. Erstens betreibe ich die Landwirtschaft nicht berufsmäßig. Da werden Sie mir sicher zustimmen. Einverstanden. Und zweitens? Zweitens, halten Sie mich mit Sicherheit nicht für einen groben, ungehobelten Menschen, oder? Oder? Er musterte mich lauernd. Ich schmunzelte. Nun ja, ich habe Sie bei einigen Fällen durchaus so erlebt, alter Freund. Ach, papalapap. Diese Reaktion bewirkte, dass ich mein zugegebenermaßen rudimentäres agrarwissenschaftliches Wissen in Anwendung brachte. Meines Wissens nach bearbeitet ein Bauer in der Regel seinen eigenen Grund und Boden. Ein Landwirt hingegen pachtet das Stück Land, das er bewirtschaftet. Oder er sitzt hinter einem Schreibtisch in der Landwirtschaftsbehörde. Ja. Und... Na, ist dem so, Doktor? Nun, dass Sie in keiner Behörde sitzen, während Sie gleichzeitig im Ruhestand sind, ist ja wohl offensichtlich. Dann ist es ja gut. Das einzige Argument, das ich gelten lassen kann, ist das Bewirtschaften des eigenen Grund und Bodens. Denn dieses Haus und das dazugehörige Grundstück gehören nun einmal nachweislich mir. Trotzdem ist es geradezu eine Frage der Ehre, dass man auch durch die Sprache, respektive die Wahl der Worte, die man benutzt, den eigenen Stellenwert in der Gesellschaft definiert, nicht wahr? Aber Sie haben ansonsten schon recht, Watson. Doch. Faszinierend ist es allemal, von der Kriminalistik zur Agrarwissenschaft. Was für ein weites Feld. Und was machen die Bienen? Ah, sind gewohnt fleißig und geschäftig. Kommen Sie nur mit ins Haus. Sie müssen unbedingt vom neuesten frischen Honig probieren. Sehr gerne, alter Freund. Ja. Puzzlecat Entertainment präsentiert Das Geheimnis des Glaubens. Ein ganz spezielles Sherlock-Holmes-Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten privaten Aufzeichnungen von Dr. John H. Watson. Wir betraten das Haus, für dessen Pflege und Versorgung er eigens eine Haushälterin angestellt hatte, die allerdings mit ihrer Familie in Eastbourne wohnte. Wo ist Mrs. Connolly, Holmes? Miss Connolly? Oh ja, sie hat ihr Tagwerk für heute bereits erledigt und ist nach Hause gefahren. Sie hausen also immer noch allein hier? Natürlich. Sie wissen doch, welchen Wert ich auf meine Privatsphäre lege. Und wer weiß... Vielleicht möchten Sie eines schönen Tages den Moloch London doch noch verlassen. Sehen Sie, dann steht Ihnen hier immer eine Tür offen und Sie können jederzeit einziehen. Na, ist das nicht was? Oh. Doch besten Dank für das Angebot, alter Freund. Aber ich denke, daraus wird nichts werden. Er führte mich in das geräumige Wohnzimmer, welches ich bereits von meinen vorherigen Besuchen kannte. Ein großes Frontfenster bot uns jene weiter oben bereits beschriebene wunderbare Aussicht. Aber bitte, legen Sie doch ab und machen es sich bequem, Watson. Sie kennen sich ja aus. Darf ich? Ja, danke. Ja, bitte. Er nahm mir Hut und Mantel ab. Daraufhin verschwand er für kurze Zeit, nur um wenig später mit einem Tablett zurückzukehren, welches er auf den Tisch in der Mitte des Raumes stellte.
Wir setzten uns auf die bequemen, gepolsterten Stühle. Bitte bedienen Sie sich. In dem Glas ist frischer Honig aus meiner Bienenzucht und das Brot habe ich ebenfalls selbst gebacken. Es ist ganz frisch. Also langen Sie ordentlich zu und genießen Sie. Lange Reise dürfte Sie hungrig gemacht haben, wie ich vermute. Den Tee brühe ich gerade frisch auf. Nehmen Sie immer noch Milch in den Tee? Sehr gern. Ja, bitte. Oh, ach, das sieht ja wirklich köstlich aus. Ach, ja. Ja. Und während Holmes erneut den Raum verließ, nahm ich mir eine Scheibe von dem duftenden Brot und bestrich sie mit dem goldenen Naturprodukt. Es schmeckte ausgezeichnet. Kurz darauf kehrte mein Gastgeber mit dem Tee und der Milch, die natürlich von seiner Kuh im Stall stammte, zurück und schenkte mir und sich selbst eine Tasse jenes wunderbar wohltuenden Heißgetränks ein, in das er einen Schuss Milch gab. Nachdem wir gegessen hatten, wechselten wir vor den Kamin, der anheimelnd knisterte. Draußen war es zwischenzeitlich dunkel geworden. Holmes ließ sich in einem hohen Ohrensessel nieder, stopfte sich eine Pfeife und entzündete sie. Geruhsam paffte er vor sich hin und stierte eine Weile nachdenklich ins Feuer. Ich entnahm einem mitgebrachten Etui eine Zigarre, beschnitt sie und brannte sie an. Nach wenigen Zügen unterbrach ich das Schweigen. Finden Sie nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, mir mitzuteilen, was geschehen ist, Holmes? Ah. Sie glauben also, etwas bemerkt zu haben, alter Freund. Sie haben wohl den Eindruck gewonnen, dass etwas nicht stimmt. Sagen Sie, woraus schließen Sie das? Nun, es ist Ihre gegenwärtige Stimmung. Ach, wie überaus interessant. Würden Sie das bitte näher erläutern? Oh, wenn Sie es wünschen, gern. Allerdings möchte ich betonen, dass ich dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie Sie wissen, nicht schätze. Immerhin haben wir das zu der Zeit, da wir noch zusammen wohnten, viel zu oft gespielt. Ach, ich bezwecke mit meiner Aufforderung keineswegs, Sie zu kränken, alter Freund. Im Gegenteil. Ich finde Ihre im Lauf der Zeit verfeinerte Beobachtungsgabe durchaus bewundernswert. Ebenso wie Ihre zunehmenden Fähigkeiten in der Deduktion. Ich wollte Ihnen also mit meiner Aufforderung lediglich Gelegenheit geben, Ihre diesbezüglichen Gedankengänge auszubreiten und darzulegen. Was Sie da sagen, klingt wie ein Kompliment, Holmes, und dennoch erzeugt Ihre Art der Formulierung und Ihr Tonfall irgendwie einen bitteren Beigeschmack. Nun gut, wie dem auch sei. Sie erinnern sich doch sicherlich an die vielen Male, wo Sie, wie Sie es dann immer formulierten, befürchten mussten, dass Ihr genialer Geist zum Stillstand käme, da er keinerlei geistige Nahrung erhielt. Sehr genau. Wenn in solchen Momenten der Langeweile, in denen Sie dann sehr oft zu einer Dosis Kokain griffen, ein neuer Fall um die Ecke kam, der Sie herausforderte, dann waren Sie stets in der gleichen Laune wie jetzt. Verstehe. Und Sie schließen aus dieser Beobachtung meines Verhaltens und meiner Stimmung, dass etwas geschehen sein muss, was meinen hiesigen Alltag in der Art und Weise unterbrochen hat, dass es eine solche Reaktion auslöst. Exakt, Holmes. Bemerkenswert. Äußerst bemerkenswert, ja. Also, nun schießen Sie schon los, alter Junge.
Was ist es? Tatsächlich erhielt ich Anfang der Woche ein Telegramm, in dem sich für dieses Wochenende ein Besucher ankündigte, der eine außerordentliche Abwechslung von meinem gegenwärtigen Alltagstrott verspricht. Das klingt spannend, Holmes. Ich denke aber, mein spontaner, unangemeldeter Besuch kommt Ihnen dann sicher ungelegen. Ich werde gleich morgen früh wieder abreisen. Ach, um Himmels Willen, nein, Watch, nicht doch. Es ist mir sogar sehr angenehm, dass Sie ebenfalls an diesem Wochenende zugegen sind. Vielleicht ist es Schicksal, Fügung, die Vorsehung oder wie immer Sie das nennen wollen. Sind Sie sicher? Es macht mir wirklich nichts aus, morgen früh zurück zu... Vielleicht ist das, was wir zu besprechen haben, es sogar wert, dass Sie es in Ihrer bekannt flamboyanten Art und Weise aufzeichnen und für die Nachwelt konservieren, alter Freund. Das wird sich finden. Wer ist denn dieser Besucher? Father Brown. Mein Beichtvater. Ihr Beichtvater? Doch, ich hatte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit einem Geistlichen. Vater? Also ein Mönch? Holmes, Holmes, jetzt bin ich ehrlich verblüfft. Ich dachte immer, also ich wusste ja gar nicht, dass Sie... Beruhigen Sie sich, bester Watson, beruhigen Sie sich. Ich werde Ihnen alles erklären. Er schob die Pfeife in den Mundwinkel und legte sinnierend die Fingerspitzen aneinander. Ich bitte darum. Er lächelte spitzbübisch. Nun, zunächst muss ich Sie korrigieren, ja. Es handelt sich nicht um einen Mönch. Das gleich vorneweg. Wie Sie sicherlich wissen, wird die Bezeichnung Father hier in England nicht nur für den männlichen Angehörigen eines christlichen Ordens, sondern ebenso für einen weltlichen Priester benutzt. Also ein Pfarrer. So ist es. Father Brown ist ein katholischer Geistlicher, der Pfarrer einer Gemeinde ist und der über seine eigentliche Berufung hinaus mit mir die Leidenschaft für die Kriminalistik teilt. Er löst in seinem Umfeld hin und wieder Kriminalfälle. Derzeit besucht er einen Amtsbruder in Hastings. Wir kennen uns schon ewig. So ist er eine Art Hobbydetektiv? Ja, so könnte man es nennen. Ich zündete die Zigarre, die ich auf meiner Verwunderung vernachlässigt hatte, wieder an. Reicht er denn an Ihren Intellekt und Ihre Fähigkeiten heran? Ich meine, ist er ein direkter Konkurrent für Sie? Ein derartig kleingeistiger Vergleich wäre hier nicht ratsam, da er einen ganz anderen Ansatz, quasi eine der meinigen diametral entgegengesetzte Herangehensweise verfolgt und vertritt, was ihn zu einem sehr streitbaren Gegenpart macht. Und das erweist sich wiederum als ungeheuer fruchtbar für entsprechende Gespräche und Disputationen. Sie verstehen? Ach, und welcher Ansatz wäre das? Ein seinem Beruf und seiner Weltanschauung angemessener, Watson. Sein Interesse gilt weniger der weltlichen Bestrafung als vielmehr der, nach seiner Überzeugung, geläuterten und zu Gott bekehrten Seele eines Verbrechers. Verzeihen Sie, aber nichts anderes war bei einem Mann der Kirche doch zu erwarten, oder? Darin stimme ich mit Ihnen überein. Und wie geht dieser Father Brown nun seine Fälle an? Ich meine, Ihre Vorgehensweise und Ihre Methoden sind mir ja ausreichend bekannt. Er versetzt sich immer in den Täter hinein, so gut ihm das eben möglich ist, und durchdenkt aus dessen Perspektive heraus den Fall. Er begeht sozusagen selbst das Verbrechen, um es aufzuklären. Das ist wirklich eine höchst interessante Methode, Holmes. Allerdings, Watson, allerdings. Durch die Augen des Verbrechers zu sehen, einen Blick in die tiefsten Tiefen seiner Seele zu tun, das muss atemberaubend sein. Ja, ja, atemberaubend und faszinierend. Doch dann verzog er eigentümlich die Mundwinkel und seine nächste Bemerkung wurde von einer gewissen Bitterkeit begleitet. Aufgrund seines Berufs, der gleichzeitig auch seine Berufung ist, interessiert es ihn jedoch kaum, einen Verbrecher dingfest zu machen, um ihn der Polizei und somit der weltlichen Gerichtsbarkeit auszuliefern. Tja, auch das ist kaum verwunderlich. Er ist ja ein Berufshirte, nach seinem Selbstverständnis sogar ein Menschenfischer.
Seine Absicht ist natürlich, den Verbrecher, der aufgrund seiner Tat oder sogar seiner Taten vom rechten Weg abgekommen ist, wieder in die richtige Bahn zu leiten. Holmes hob den Zeigefinger. Theologisch gesprochen, er will den Sünder zurück zu Gott führen. Dann nimmt er seine Berufung aber wirklich sehr ernst, wie mir scheint. Mein Freund ließ die Hände sinken und griff wieder nach seiner Pfeife, die er mit einem Klimmspan aus dem Kamin erneut anbrannte. So ziemlich. Denn ihm genügt ein auf freiwilliger Basis abgelegtes Schuldeingeständnis. Wobei es ihn wenig schert, welches Amt oder welche gesellschaftliche Stellung der Täter begleitet. Ebenfalls nachvollziehbar. Der Pfarrer als Stellvertreter Gottes bietet dem Täter die Vergebung seiner Sünden von höchster Stelle an, die, allerdings erst nach erfolgter ehrlicher Reue und einer entsprechenden Wiedergutmachung, im Sakrament der Beichte gewährt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Sie legen in diesen Dingen eine große Sachkenntnis an den Tag, Doktor. Sagen Sie, wie kommt das? Soweit ich weiß, sind Sie doch Anglikaner. Weder bekennend noch praktizierend, Holmes. Aber ich genoss in jungen Jahren eine entsprechend umfassende Erziehung und Schulbildung. Dann legte ich den Zigarrenstummel auf den Aschenbecher, der auf einem kleinen Beistelltisch stand, und fasste den Meisterdetektiv fest ins Auge. Und dieser Father Brown kommt Sie also besuchen? Morgen, ja. Und er ist Ihr Beichtvater? Wie kann das sein? Ich dachte immer, Sie seien Agnostiker. Erlauben Sie mir, lieber Doktor, die Antwort auf diese Frage noch ein wenig zurückzustellen. Auch wenn ich Ihnen damit eine Menge zumute, das weiß ich. Ich denke, der Diskurs, den wir führen werden, wird Ihnen so viel verraten, sodass entsprechende Antworten meinerseits vielleicht gar nicht mehr nötig sein werden. Welch eine salomonische Antwort, die mich tatsächlich ein wenig unbefriedigt ließ. Was ich Ihnen allerdings jetzt schon sagen kann, ist, dass er mir in seiner Nachricht ein äußerst reizvolles Gedankenspiel im Grenzbereich von Kriminologie, Philosophie und Theologie in Aussicht gestellt hat. Ein geistiges Duell sozusagen, das er gerne mit mir führen möchte. Ein geistiges Duell mit Ihnen? Also entweder ist der Mann lebensmüde oder mit einem enormen Ego ausgestattet. Oh, unterschätzen Sie ihn nicht, bester Watson. Father Brown hat in Oxford studiert und die Welt bereist. Als Kaplan arbeitete er in den USA, dort unter anderem als Gefängnisseelsorger in Chicago. In Südamerika betätigte er sich als Missionar. Darüber hinaus löste er Fälle in Mexiko, hier in England, sowie in Frankreich, Italien und Deutschland. Ach du meine Güte, wollen Sie mir damit etwa sagen, dass er ein erfahrener Mann ist, dessen Blick durchaus über den Tellerrand zu reichen vermag? Er setzte sein berühmtes Haifischlächeln auf. Genau das, mein Freund, genau das. Ich hob nun meinerseits mahnend den Zeigefinger. Lassen Sie mich dagegen halten, dass das Reisen allein noch keine wirkliche Bildung, geschweige denn Intelligenz, hervorbringt. Ich selbst war doch als Soldat in Afghanistan und Indien. Bin ich deswegen etwa in der Lage, Ihrem Genie Paroli zu bieten? Sie könnten, wenn Sie wollten und sich nicht immer so ungeschickt anstellen würden. Natürlich, Holmes, natürlich, das alte Argument. Das alte Argument, was Sie an diesem Punkt immer bringen. Vielen Dank auch. Aber diesen von Ihnen so hochgelobten Eigenschaften des Vaters stehen Sie in nichts nach. Denken Sie nur an die Jahre Ihres Exils, wo Sie Tibet, Persien, Arabien und Frankreich bereisten und dort auch noch inkognito lebten und arbeiteten. Und um die Sache rund zu machen, erinnere ich Sie, wenngleich auch nur ungern, daran, dass wir sogar gemeinsam in der Schweiz waren, wo Sie mich ob Ihres Schicksals ziemlich an der Nase herumgeführt haben. Und nicht nur mich, nein, die ganze Welt. Beruhigen Sie sich, Doktor, beruhigen Sie sich. Ihr Eifer, Ihre Loyalität und Ihre ungebrochene Treue, meine Person und meine bescheidenen Fähigkeiten betreffend, sind bewundernswert. Wenngleich ich Ihre Verehrung für völlig übertrieben und überzogen halte. Doch, das muss ich Ihnen einmal sagen. So geben Sie das Duell also bereits verloren, noch bevor es begonnen hat? Ich sah ihn irritiert an.
Er schüttelte sanft den Kopf. Das habe ich nicht gesagt. Ich möchte nur, dass Sie sich dessen bewusst sind, dass es immer jemanden geben wird, der besser ist als man selbst. Ergo gibt es da draußen auch jemanden, der besser ist als ich. Denken Sie beispielsweise an Professor Moriarty. Der war Ihnen höchstens ebenbürtig. Sonst wäre er jetzt nicht tot, Holmes. Oh, es hätte nicht viel gefehlt und ich säße nun nicht mehr hier, mein Lieber. Das wissen Sie. Ach, also gut. So lief es immer. Ich kam Holmes weder bei, noch konnte ich ihn letztgültig von meinen Ansichten und den darauf vorgestellten Argumenten überzeugen. Also beschloss ich, endlich nach dem Kern des Ganzen zu fragen. Und was ist das Thema dieses angekündigten Duells? Holmes zuckte mit den Achseln. Das kann ich Ihnen leider auch noch nicht sagen. Father Brown schwieg sich in seinem Telegramm darüber aus, deutete allerdings an, es handele sich um einen historischen, bis auf den heutigen Tag noch ungeklärten Kriminalfall von immenser Tragweite. Du meine Güte, na der macht's ja spannend. Also gut, dann bleibt uns wohl nur seine Ankunft morgen abzuwarten, nicht wahr? Holmes lächelte spitzbübisch. Genau so ist es, bester Watson. Ich drückte meinen Zigarrenstummel im Aschenbecher aus und erhob mich. Ja, gut. Gut, gut, dann erlaube ich mir, mich zurückzuziehen. Unser Diskurs hier hat mich doch schon ziemlich ermüdet. Ich sollte vorschlafen, damit ich jenem, der mich morgen erwartet, auch mit wachem Geist zu folgen vermag. Holmes legte die Pfeife weg und erhob sich ebenfalls. Ganz wie Sie wünschen, alter Freund. Ich wendete mich zum Gehen, hielt allerdings kurz inne und drehte mich noch einmal herum. Ich nehme an, das Zimmer, das ich sonst immer nutze, wenn ich Sie besuche, steht mir wieder zur Verfügung? Selbstverständlich. Schlafen Sie gut, Watson. Und erschrecken Sie morgen früh nicht, wenn der Hahn Sie mit seinem Ruf wecken sollte. Ich hob die Schultern in einer Geste der Ergebenheit. Vielen Dank für die Warnung, Holmes. An Sir Chanticleer, den Unerbittlichen, hätte ich beinahe nicht mehr gedacht. Tja. Also, ebenfalls eine angenehme Nachtruhe. Ich schlief äußerst unruhig in dieser Nacht und das, obwohl mir die frische Seeluft an der Küste immer sehr bekömmlich gewesen war. Aber die innere Unruhe, die Holmes in mir durch die Ankündigung seines Besuchers evoziert hatte, beschäftigte mein Unterbewusstsein offensichtlich in höherem Maße, als es mir lieb sein konnte oder als es zu erwarten gewesen war. Father Brown traf um die Mittagszeit ein und ich war zugegebenermaßen ein wenig enttäuscht, zumindest vom ersten Eindruck her, den er auf mich machte. Aber das sollte sich in der Folge rasch ändern.
Holmes hatte mich gerade etwas herumgeführt, mir die neu angelegte Weide und die Gänse gezeigt, als ein kleiner, gedrungen wirkender Mann mit einem großen Kopf auf dem Hof erschien. Er trug eine schwarze Soutane, jenes bis zu den Knöcheln reichende und mit engen Ärmeln versehene taillierte Obergewand eines christlichen Geistlichen. Allerdings wollte der Begriff tailliert bei seinem Hüftgold wohl nicht so recht passen. Der ebenfalls schwarze Saturno umrahmte sein rundes, fleischiges Gesicht wie ein Nimbus. Seine Augen waren von jenem wässrigen Grau, das ich so bisher nur bei Mycroft Holmes gesehen hatte. Er stieg von seinem Drahtesel, der darauf schließen ließ, dass er es nicht sonderlich weit gehabt hatte, und kam langsam und bescheiden auf uns zu. Holmes ging ihm entgegen, während ich mich betont im Hintergrund hielt, da ich ja für den Vater ein völlig Fremder sein musste. Der Geistliche breitete gönnerhaft die Arme aus. Sherlock, alter Junge. Father Brown, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Beide Männer umarmten sich mit großer Vertrautheit und ungeheurer Liebenswürdigkeit. Mir stockte der Atem, dass ich das erleben durfte. Ein Sherlock Holmes, der zu einer menschlichen Rührung und solch einem Verhalten imstande war? Und die Bekanntschaft dieses Mannes hatte er mir all die Jahre verschwiegen? Ach, was vorenthalten hatte er sie mir? Beide Männer kamen gemessenen Schritts auf mich zu. Sherlock, es ist schön, dich wieder einmal persönlich sehen und sprechen zu können. Es ist ja auch lange her, John. John? Der Mann hieß John? Auch das noch? Außerdem gebrauchte der Father Holmes gegenüber das vertrauliche Du, das selbst ich mir ihm gegenüber nie herausgenommen hatte. Ach, sie mussten sich also schon sehr lange kennen und äußerst intime Bekannte oder gar Freunde sein. Ja, da hast du leider recht. Wie ist es dir ergangen? Oh, ich kann nicht klagen. Seit ich London verlassen habe, geht es mir prächtig. Du hast dich also doch entschieden, in das Haus deiner Eltern zurückzukehren und es wieder mit Leben zu erfüllen? Das Haus seiner Eltern? Also war es kein Zufall gewesen, dass er als Alterssitz gerade dieses Anwesen hier gewählt hatte? Dann waren beide heran. Der Meisterdetektiv deutete auf mich. Darf ich dir jemanden vorstellen? Dies ist... Nicht. Ich möchte es selbst herausfinden. Aber bitte. Aber bitte. Gern. Father Brown musterte mich eingehend. Dann blitzte es in seinen grauen Augen auf und er reichte mir die Hand. Sie müssen Watson sein, der berühmte Militärarzt, der die schwierige Aufgabe übernommen hat, Sherlocks Chronist zu sein. Ich nickte, erwiderte den festen Händedruck und deutete eine leichte Verbeugung an. In der Tat, der bin ich, Sir. Ich freue mich außerordentlich, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen. Sherlock hat mir so viel Positives von Ihnen berichtet und was Sie an Gutem für ihn getan haben, kann man ja in Ihren literarischen Berichten auf das Genaueste nachlesen. Das ist sehr freundlich, Sir. Wie ich sehe, teilen wir uns nicht nur denselben Vornamen, sondern auch eine gesunde und gerade Amts- und Würdenträgern gegenüber notwendige Skepsis, nicht wahr? Der Mann war bemerkenswert. Er hatte mich mit einem Blick durchschaut. Als nicht sonderlich gläubiger englischer Christ und als Arzt waren mir solcherlei Personen und Dinge von vornherein suspekt. Ich bekam allerdings langsam eine Ahnung davon, was mich an diesem Wochenende wirklich erwarten würde. Ja, ich habe so meine Schwierigkeiten mit Vertretern der Kirche. Ich hoffe, Sie nehmen mir dieses offene Wort nicht übel, Sir. Oh nein, im Gegenteil. Ich schätze das außerordentlich. Und ich kann Sie gut verstehen. Was mir direkt positiv auffällt, ist, dass Sie dankenswerterweise einen Unterschied zwischen Kirche und Religion machen. Ach ja? Ja. Sie sprachen davon, Probleme mit, ich zitiere, Vertretern der Kirche zu haben. Sie sprachen nicht von Vertretern der Religion, beziehungsweise religiösen Menschen. Das ist doch schon einmal ein vielversprechender Anfang. Möchtest du hereinkommen, John? Holmes half mir mit seiner Frage aus der Verlegenheit, in die mich der Vater wissentlich oder unwissentlich gebracht hatte und die sich wohl ziemlich deutlich auf meinem Gesicht breit machte. Brown wendete sich wieder dem Meisterdetektiv zu. Aber gerne. Ich denke, du wirst für einen alten Mann Gottes eine schöne, heiße Tasse Tee haben, nicht wahr? Oh, nicht nur Tee. Ich habe auch frischen Honig und selbstgebackenes Brot, das ich dir zur Stärkung reichen kann. Sehr schön.
Ja, die Leute in deiner Nachbarschaft haben mir schon erzählt, dass du sie mit dem goldenen Nektar belieferst. Du züchtest wohl Bienen, wie? Exakt, John. Exakt. Ganz wie deine Vorfahren, alter Junge. Ebenso naturverbunden. Sehen Sie, Doktor, die Wege des Herrn sind unergründlich und wunderbar. Wie meinen? Ich begriff gerade nicht, worauf er hinaus wollte. In der Heiligen Schrift heißt es, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Matthäus Kapitel 6, Vers 25. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wir betraten das Haus. Magst du nicht ablegen, John? Ich habe nicht viel, was ich ablegen könnte, alter Junge. Nur meinen Cappello Romano kannst du gern dort in die Garderobe hängen. Damit nahm er den Hut ab und reichte ihn Holmes, der ihn sofort entsprechend applizierte. Dann marschierten wir weiter ins Wohnzimmer, wo wir uns an den Tisch setzten und Holmes Vater Brown ganz so bewirtete, wie er es tags zuvor mit mir gemacht hatte. Der Geistliche sprach den dargebotenen Speisen und Getränken ebenso munter zu, wie meine Wenigkeit es einen Tag zuvor getan hatte. Ich entschied, um den Gast, der so vertraut mit meinem Freund Holmes zu sein schien, besser einschätzen zu können, ihm, während Holmes in der Küche den Tee aufbrühte, einige allgemeine Fragen vorzulegen und aus seinen Reaktionen und Antworten meine ganz eigenen Rückschlüsse zu ziehen. Wenn Sie erlauben, Sir, würde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen, damit wir uns ein wenig besser kennenlernen. Nur immer zu, Doktor, solange Sie mir die entsprechende Gegenfrage gestatten. Allein schon in dieser Antwort lag eine Schleue, die mir gefährlich werden konnte. Ich musste auf der Hut sein. So gut es mir möglich sein wird, Sir. Dann befriedigen Sie mal Ihre Neugier. Aber vergessen Sie darüber die köstlichen Speisen hier nicht. Denken Sie immer daran, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Doch, man lebt nicht, um zu essen, sondern man isst, um zu leben. Da ließ er das Stück Brot, von welchem er gerade abbeißen wollte, sinken und sah mich überrascht an. Wie überaus amüsant. Sie setzen einer deutschen Spruchweisheit den Sokrates entgegen. Brav, lieber Doktor. Das erfreut mein Herz. Stammen Sie aus der Gegend? Aus Essex. Er machte sich wieder über das Honigbrot her. Das liegt im Osten, nicht wahr? Südosten, ja. Es liegt nordöstlich von London und nördlich von Thurrock und Kent. Und Kent grenzt an Sussex. Ja, das ist mir durchaus bekannt, Sir. Wollte der Mann mich hier etwa über die Verwaltungsbezirke meiner Heimat belehren? Doch er ging darüber hinweg und nickte nur freundlich. Und Sie kennen Sherlock Holmes noch einmal woher genau? Er grinste schelmisch. Oh, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, Doktor. Aber es ist ja kein Geheimnis, also sollen Sie es ruhig erfahren. Meine Mutter, Gott hab sie selig, war eine enge Freundin von Mrs. Holmes, Sherlocks Mutter. Wir kennen uns schon von Kindesbeinen an. Ich verstehe. Da sah er mich durchdringend an. Tun Sie das?
Wirklich? Dann biss er wieder in die Scheibe Brot. Sherlocks Vater übernahm das Patenamt bei meiner Schwester. Außer ihr und meiner Nichte Betty habe ich keine Verwandten mehr. Und so kam es, dass unsere Familien, dank der Güte und Großherzigkeit von Mr. und Mrs. Holmes, nahezu in verwandtschaftliche Nähe rückten. Später avancierte ich dann zum Hausseelsorger der Familie Holmes. So, so. Deshalb also der Beichtvater. Beichtvater? Wie meinen Sie das? Doch, nichts, nichts. Eine gedankliche Spielerei, nichts weiter, Sir. Hat Sherlock mich mal wieder als seinen Beichtvater bezeichnet? Na, warte, der kann was erleben. Holmes hat mir erzählt, dass Sie ebenso wie er Kriminalfälle lösen. Das würde ich so nicht sagen. Sherlock war einen großen Teil seines Lebens, nun, ich will es einmal so sagen, Kriminalist aus Leidenschaft. Allerdings war er es nur so lange, bis er an der Schlechtigkeit der Welt fast zerbrach. Er hätte sich sonst niemals hierher zurückgezogen. Ich bin in erster Linie Priester, Sir. Ein Mann Gottes und der Kirche. Sherlock ist ein genialer, methodisch vorgehender Denker. Ihm ging es und geht es in erster Linie immer um das Problem, wie er es nennt. Ich dagegen versuche, die Seele des Menschen zu erfassen und zu verstehen. Meine Absicht ist es, die Hintergründe einer Tat, eines Geschehens, einer Überzeugung oder einer Denkweise aus diesem tiefen Meer des Unbewussten herauszuschälen und den Täter solchermaßen als sündigen Menschen zu entlarven. Ich nickte anerkennend. Eine ähnliche Antwort hatte ich irgendwie erwartet. Darin scheinen Sie, wenn ich den Berichten meines Freundes Glauben schenken darf, sehr erfolgreich zu sein. Man tut, was man kann. Ich handle stets im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Da hatte ich wohl den Predigernerv getroffen. Doch das reichte mir noch nicht. Also legte ich nach. Und wenn Sie einen solchen Sünder überführt haben, dann übergeben Sie ihn sicher der Polizei? Nicht zwingend. Ich bringe ihn zunächst einmal dazu, seine Tat einzugestehen und sie als das zu erkennen, was sie nun einmal ist. Ihrer Terminologie nach also eine Sünde? Mir behagte das alles nicht wirklich. Dieser Mann vertrat eine Ideologie, die ich rundheraus ablehnte. Doch ihn schien das nicht zu kümmern und wenn er es überhaupt bemerkte, ließ er es sich nicht anmerken. Exakt. Nehmen Sie zum Beispiel Hercule Flambeau, einen Franzosen, der eigentlich mit bürgerlichem Namen Duroc heißt. Er verdingte sich, bis ich ihm auf die Schliche kam, als äußerst gerissener und blitzgescheiter Trickdieb. Er bekehrte sich und wurde zu einem beinahe unverzichtbaren Helfer, der mir häufig große Dienste geleistet hat. Mittlerweile ist er der einzige wirkliche Freund, den ich außer Sherlock noch habe. Das musste man ihm lassen. Er war eloquent, gewitzt und wirkte dabei noch sympathisch. Doch mich täuschte er so schnell nicht. Und diesen Flambeau haben Sie niemals den Gerichten übergeben? Nein, denn dann hätte er sich nie so prächtig entwickelt und aus eigenem Antrieb geändert, Doktor. Ich sehe mich nun einmal in erster Linie nicht als Erfüllungsgehilfen der weltlichen Gerichtsbarkeit, sondern eher als Überbringer und Vermittler der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und wo ist dieser Flambeau jetzt? Er hat sich zwischenzeitlich auf einem Schloss in Spanien zur Ruhe gesetzt, wie ich in Erfahrung bringen konnte. Holmes war von uns unbemerkt mit einem Tablett, auf dem eine große dampfende Kanne stand, wieder zurückgekehrt. Der Tee. Earl Grey, heiß, versetzt mit Bergamotte. Die Augen des Geistlichen leuchteten auf. Ja, ich hatte den Eindruck, dass sich sogar sein ganzes Gesicht erhellte. Ah, Sherlock, da bist du ja wieder. Wie wundervoll. Ja, bitte, schenke mir eine Tasse ein. Father Brown breitete die Arme aus, als wolle er ihn segnen. Holmes lächelte spitzbübisch und schenkte ein. Hat dich der gute Watson ins Kreuzverhör genommen? Ja, so könnte man es nennen. Ich kann ihn da jedoch gut verstehen. Immerhin hast du ihm mit meiner Person eine harte Nuss zu knacken gegeben. Aber er schlägt sich prächtig. Oh, keine Sorge. Der Doktor liebt harte Nüsse. Die schmecken am besten, nicht wahr? Dr. Holmes, da müssen Sie mich immer wieder damit aufziehen. Doch dann hielt ich augenblicklich inne, atmete tief ein, setzte mich sofort wieder und versuchte, meine Kontenance zu wahren. Mein Freund hatte mich da gezielt aus der Reserve gelockt und dabei wollte ich es doch sein, der hierbei die Kontrolle behielt.
Brown und Holmes warfen sich einen belustigten Blick zu. Das behagte mir nicht wirklich, also ging ich zu einem vorerst letzten Angriff über. Verzeihen Sie, wenn ich noch eine weitere Frage anfügen muss, bevor ich mich wieder etwas zurückziehe, da Sie beide sicher wichtige Angelegenheiten zu besprechen haben. Bitte, nur zu. Father Brown trank in langsamen Schlucken den Tee. Er wendete sich dabei nun voll und ganz mir zu. Da spielte ich eine Karte aus, die ich für meine bisher beste hielt. Was ist mit unseren Gesetzen? Den gesellschaftlichen Spielregeln? Den Werten und Normen unseres Staates? Da stellte er mit großer Geste die Tasse ab. Oh, ich stehe uneingeschränkt dahinter. Das dürfen Sie mir glauben. Dann sah er mich eindringlich an. Sehen Sie, als Seelsorger und vor allem Beichtvater in Gemeinden, die sich aus oftmals verarmtem und einfachem Volk zusammensetzen, lernt man schnell alle möglichen menschlichen Verstrickungen kennen und entwickelt ein gewisses Verständnis dafür. Ach, du stapelst wieder mal enorm tief und stellst dein Licht unverdienterweise viel zu sehr unter den Scheffel. Deine deduktiven Fähigkeiten, die du in Kombination mit deiner Menschenkenntnis und deinem Wissen über all diese Dinge entwickelt hast, kombiniert mit einer untrüglichen Intuition, wenngleich ich mit dererlei irrationalen Begrifflichkeiten sonst eher nicht argumentiere, führten zur Aufklärung vieler, vieler wirklich interessanter Fälle, John. Danke, alter Junge. Ja. Doch du deutetest in deinem Telegramm zu Beginn der Woche an, dass du mir ein bestimmtes Problem aus dem Grenzbereich von, wie war das noch gleich, von Philosophie, Theologie und Kriminologie vorlegen möchtest. Einen ungelösten Kriminalfall von historischer Tragweite. Du wolltest mich sogar zu einem geistigen Duell herausfordern. War es nicht so? Das ist richtig, Sherlock. Nun, du kannst dir vorstellen, wie neugierig ich darauf bin. Willst du nicht endlich diesen Fall darlegen? Der Geistliche lächelte still in sich hinein. Aber gerne. Wechseln wir dazu doch in die bequemen Sessel dort vor dem Kamin. Und ich erlaube mir, noch eine Tasse von diesem ausgezeichneten Tee dorthin mitzunehmen. Wir nahmen zu dritt vor dem Kamin Platz. Father Brown kreuzte zufrieden und behaglich die Hände vor dem Bauch und streckte die Füße aus. Holmes stopfte seine obligatorische Pfeife und ich griff fahrig nach meinem Zigarrenetui. Ich war ungeheuer gespannt, was nun folgen würde und hatte mir vorgenommen, mich weitestgehend zurückzuhalten und erst einmal nur zuzuhören. Wie hatte doch einer meiner akademischen Lehrer an der Londoner Universität uns immer wieder eingeschärft? Schulen Sie das Hörende erfassen. Ob mir das im Leben gelungen war und ob es mir bei dem vor mir liegenden Gespräch gelingen würde, stand natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier. Nun schon. Wir warten. Der Geistliche lächelte listig. Bevor ich dir den Fall darlege, dessen Aufklärung eines Sherlock Holmes im wahrsten Sinne des Wortes würdig ist, muss ich dich erst bitten, mir noch eine wichtige Frage zu beantworten, von deren Antwort ich es abhängig machen werde, ob ich dir das von mir explizit ausgesuchte Problem überhaupt vorlegen kann oder ob es von vornherein keinen Sinn macht. Und das hört sich ja ernst an. Wie lautet diese Frage? Holmes zeigte keinerlei Regung. Jetzt erinnerte er mich wieder an den eiskalten Logiker, die perfekte Denk- und Beobachtungsmaschine, als die ich ihn während unserer gemeinsamen Zeit in der Baker Street immer wahrgenommen hatte. Wie ist dein Verhältnis zur Religion, Sherlock? Ich schrak zusammen. Diese freundlich ausgesprochene, fast schon nur so hingeworfene Frage schlug in die Stille des nachmittäglichen Wohnzimmers ein wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Möchtest du mir wirklich die Gretchenfrage stellen, Priester? Interessanterweise assoziierte ich, durch Holmes Antwort hervorgerufen, ebenfalls sofort das bedeutende Theaterstück des deutschen Dichters Goethe, in dem einerseits ein unglückseliger Pakt mit dem Teufel und andererseits die Verführung eines jungen, unerfahrenen Mädchens thematisiert wird, das seinen Verführer an einer entscheidenden Stelle des Stücks direkt fragt,
wie er es mit der Religion halte. Ich weiß, Sherlock. Wir haben trotz meiner Berufswahl, meiner Ausbildung und meiner gewählten Lebensweise das Thema nie angesprochen oder diskutiert. Ich habe stillschweigend akzeptiert, dass du dich dazu nicht äußern wolltest. Ich respektierte deine gesellschaftliche Reputation und deine selbsterwählte berufliche Position, die dir geradezu verbot, eine diesbezügliche Stellungnahme abzugeben. Nun muss ich dieses Tabu aber brechen, denn der Fall, den ich dir vorzulegen gedenke, bedingt, dass du dir zuvor genau darüber im Klaren bist, wie du zu Gott und der Religion stehst. Ich verstehe. Also, dann äußere dich jetzt einmal dazu. Nimm endlich Stellung, oder besser, lege deine diesbezüglichen Erkenntnisse, die du im Leben gewonnen hast, offen. Denn dass du mittlerweile eine Meinung, ich möchte fast schon sagen, eine Überzeugung hast, steht für mich außer Frage. Und die genannten Gründe dürften doch inzwischen keine Geltung mehr haben. Also gut. Du hast es so gewollt, Priester. Watson, Sie als mein Chronist können mir dahingehend sicher behilflich sein und meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge helfen. Gleichzeitig können wir es für den guten Vater Brown hier ein wenig interessanter gestalten, indem wir ihm Informationen zu der erbetenen Stellungnahme liefern, die er interpretieren muss, um eine ihn zufriedenstellende Antwort zu generieren. Ich gestehe, ich kann Ihnen gerade nicht ganz folgen, Holmes. Oh, im Grunde ist es ganz einfach, Doktor. Sehen Sie, ich heiße John mit erstem und Gabriel mit zweitem Vornamen. John meint den biblischen Johannes und Gabriel ist ein hebräischer Engelname. Sie heißen ebenfalls John und das H steht, wenn ich mich recht erinnere, für Hamish, nicht wahr? So ist es, ja. Nun, Hamish ist die schottische Form von Jacob, ebenfalls ein alter hebräischer Name, der auf die Heilige Schrift zurückgeht. Unsere Eltern wollten durch diese Namensgebung ihren Glauben und ihre religiöse Überzeugung nach außen offen zeigen. Ich wurde streng katholisch erzogen und Sie... Meine Erziehung sah keinerlei verängstigende religiöse Inhalte vor. Geschweige denn, dass ich dazu angehalten wurde, der durchaus dubiosen Ideologie einer kirchlichen Institution widerstandslos zu folgen. Sie sind also ein Skeptiker. Wie wunderbar. Glücklicherweise tut das in diesem Fall nichts zur Sache. Wir beide tragen also, wie viele andere Menschen auch, die Religion oder die Religiosität bereits in unseren Namen. Bei Sherlock ist das anders. Er hat nur diesen einen Namen und der bedeutet... Der mit geschorenen Locken oder jener mit hellem Haar und ist altenglischen Ursprungs. Da kam mir etwas in den Sinn, was ich auch sofort kundtun musste. Eine Tatsache, die erst jetzt im Rahmen dieses Gesprächs einen tieferen Sinn für mich ergab. War Ihre Großmutter, wenn ich mich recht entsinne, nicht die Schwester des französischen Historien- und Militärmalers Horace Vernet, Holmes? Hm? Ja. Und? Bedeutet das nicht, dass Sie teilweise französische Wurzeln haben? Das stimmt. Worauf wollen Sie hinaus, Doktor? Ja, nun, Frankreich ist seit langer Zeit ein katholisch dominierter Staat. Da liegt durchaus die Möglichkeit nahe, dass Sie, Holmes, als Enkel einer Französin, die vermutlich ebenfalls katholisch war, auch in diesem Glauben erzogen wurden. Exzellent kombiniert, Doktor. Ja, bemerkenswert, Watson, bemerkenswert. Allerdings ist Ihre schöne Deduktion fehlerhaft. Ja, und wobei liege ich Ihrer Meinung nach falsch? Nur weil meine Großmutter mütterlicherseits eine Französin war, bedeutet das nicht automatisch, dass der Mann, den sie heiratete, mit dem sie nach England ging, ebenfalls katholisch war. Auch das ist richtig. Vielleicht kam sie ja gerade deswegen hierher, weil sie sich aus jenem strengen katholischen Umfeld lösen und befreien wollte. Wenn dem so war, dann würde sie mit Sicherheit keinen Glauben, von dem sie nicht hielt und den sie nicht sonderlich schätzte, an ihren Nachkommen weitergeben. Ist es nicht so? Sie sehen also, Doktor, ein Schluss ist noch kein Beweis. Man merkte ihm an, dass das, was er gerade erläutert hatte, keine reine Gedankenspielerei war. Im Gegenteil. Ich gewann den Eindruck, dass er hier sozusagen aus dem privaten Nähkästchen der Familie Holmes plauderte. Kürzen wir das ab. Watson, können Sie sich an Fälle oder
ganz allgemein Begebenheiten in unserer gemeinsamen Zeit erinnern, wo ich mich einmal auch nur in Richtung einer religiösen Überzeugung geäußert hätte. Oh, Holmes, Holmes, Sie sind ein gerissener Hund. Das muss ich Ihnen lassen. Sie weichen einer direkten Antwort geschickt aus und schieben mir den schwarzen Peter zu. So war er schon immer, Doktor. Aber ich denke, es könnte tatsächlich hilfreich sein, wenn Sie mithelfen, Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Ich überlegte. Holmes hatte mich ein halbes Dutzend Mal tatsächlich mit Aussagen in dieser Richtung verblüfft, da ich bei ihm mit so etwas absolut nicht gerechnet hatte. Auf diese Art und Weise war es mir allerdings nach und nach möglich gewesen, immer wieder neue Wesenszüge an ihm zu entdecken. Ich würde ihn also ganz gewiss nicht so einfach damit durchkommen lassen, dass er mich die Suppe für ihn auslöffeln lassen wollte. Das Erste, was mir in dieser Sache in den Sinn kommt, ist Ihr seltsames Verhalten und Ihr kleiner Monolog eine gewisse Rose betreffend. Eine Rose? Ach, Sie meinen diese Sache während des Falls um den Flottenvertrag. Das war eine philosophisch-botanische Betrachtung, weiter nichts. Erzählen Sie, Doktor. Nun, wir waren bei einem Klienten gewesen und hatten uns seine Geschichte angehört. Im Anschluss daran stolperte Holmes in jenem Wohnzimmer über eine Moosrose, die er eingehend betrachtete, um dann alle Anwesenden mit einem Monolog über die Schönheit der Rose und die Religion zu beglücken. Die Schönheit einer Rose und die Religion. Ich kann es Ihnen nicht mehr wörtlich wiedergeben. Da müsste ich in den entsprechenden Fallbericht schauen. Oh, ich kenne Ihre Berichte sehr gut, Doktor. Den einen oder anderen sogar auswendig. Sie kennen meine Berichte auswendig? Ja, und ich weiß genau, welche Stelle Sie meinen. Warten Sie. Vertrat er in diesem Zusammenhang nicht die These, dass die Schönheit der Rose ein Gottesbeweis sei? Nein, John, das ist so nicht ganz richtig. Ich stellte lediglich fest, dass die Methode der Deduktion nirgends notwendiger anzuwenden sei als in der Religion. Ja, dass der logisch denkende Mensch dies sogar zur empirischen Wissenschaft erheben könnte. Ich kannte diesen betont beiläufigen, fast schon lapidar zu nennenden Tonfall des Meisterdetektivs. Er verhieß nichts Gutes. Aber wie sollte ich dem Vater klar machen, dass er hier gerade ganz dünnes Eis betrat? Interessant. Und warum? Weil die Schönheit, die nicht mit der Ästhetik verwechselt werden darf, etwas ist, das wir nicht notwendig zum Leben brauchen. Es ist also quasi eine Zugabe, ein Bonus, wenn du so willst. Eine eigentlich völlig nutzlose Zuwendung. Und trotzdem gibt es sie. Nur die Liebe, die Güte, gibt ohne Selbstzweck oder Eigennutz. Gott ist die Liebe, die Güte, die Barmherzigkeit, die Vergebung aller Sünden. Also ist die Schönheit dieser Rose ein Beweis für die Existenz Gottes. Ich verstehe. Ganz hervorragend. Weiter, Sherlock. Holmes' Miene versteinerte. Dieser Pfarrer brachte es tatsächlich fertig, dem Meisterdetektiv die Worte im Mund so herumzudrehen, dass ihm augenscheinlich die Argumente ausgingen, um dagegen zu halten. Er warf mir einen hilfesuchenden, fast schon flehenden Blick zu. Doktor? Sie sind wiederholt in eine Kapelle gegangen, Holmes. Benutzten oft Formulierungen wie »Mein Gott« oder »Um Himmels Willen« und sprachen Verbrechern gegenüber immer wieder von einem höheren Gericht als dem irdischen, vor dem sie sich zu verantworten hätten. Sie zogen die Möglichkeit in Erwägung, Seelen zu retten, nannten die Weihnachtszeit die Zeit der Vergebung und bezeichneten das Leben einmal als eine Reihe von Lektionen, deren schwierigste und größte die allerletzte sei. Father Brown begann laut zu lachen. Er lachte so heftig, dass er sich den Bauch halten musste. Holmes schien das alles nicht zu berühren. Steif saß er in seinem Sessel und paffte unverändert nachdenklich vor sich hin. Dann sah er mich streng an. Das größte Geheimnis werde ich nur ganz zum Schluss lösen können.
Aber was bedeutet das, Watson? Father Brown hörte augenblicklich zu lachen auf. Er sah neugierig erst Holmes und dann wieder mich an. Es bedeutet, dass dieser Kreislauf aus Elend, Gewalt und Angst, dem du dich so lange in deinem Leben gestellt hast, zu irgendetwas Nütze sein muss, Sherlock. Es muss einem höheren Zweck dienen und zu einem absehbaren Ende hin tendieren. Korrekt. Ansonsten wäre das Universum ein Produkt des Zufalls. Aber das ist undenkbar. Es ist nicht logisch. Gott ist nicht logisch, nicht wahr? Er handelt weise. Das ist das Problem. Denn das absehbare Ende, zu dem alles hinstrebt, wie du es soeben formuliert hast, lässt sich mit dem menschlichen Verstand nicht erfassen. Es ist irrational. Und deswegen bleibt der Mensch in all seinen Versuchen und Bemühungen nach wie vor eine entsprechende Antwort schuldig. Sie haben aber auch Aufträge für den Papst angenommen und bearbeitet, Holmes. Ach, Sie meinen die Angelegenheit mit den vatikanischen Kamelen? Nicht der Rede wert, wirklich. Nein. Und was war mit dem plötzlichen Tod von Kardinal Tosca? Da sah er mich streng und schon fast ein wenig düpiert an. Ganz so, als habe ich ihn mit meinem Einwand vor den Kopf gestoßen. Ach nun, ich weiß nicht, was die einfache Tatsache, dass ich von Leo dem 13., dem Oberhaupt der katholischen Kirche, Aufträge zur Lösung von Kriminalfällen annahm, ein Beweis für meinen Glauben oder Unglauben sein soll, Watson. Gut. Dann möchte ich Sie ebenfalls noch daran erinnern, was Sie der verschleierten Mieterin sagten, kurz bevor diese den Schleier abnahm. Ach ja, diesen Fall hätte ich beinahe vergessen, Sherlock. Berichten Sie bitte, Doktor. Nun, Holmes hielt die Dame davon ab, sich selbst zu töten. Er tat dies mit dem Hinweis darauf, dass ihr Leben ihr nicht gehöre. Er formulierte es damals einigermaßen kryptisch. Warten Sie. Nun, er bezeichnete das geduldige Leiden von Patienten als die wertvollste Lektion für unsere ungeduldige Welt. Da breitete der Geistliche ergeben die Arme aus. Die Wege des Herrn sind unergründlich, Doktor. Holmes löste sich urplötzlich aus seiner vermeintlichen Lethargie. Unergründlich, John. Jawohl. Und daraus könnte man die Notwendigkeit einer Entschädigung ableiten. Findest du nicht auch? Oder ist die Welt nur das, was sie zu sein scheint? Ein grausamer Scherz? Father Brown nickte und machte eine beschwichtigende Geste. Eine gute Frage, Sherlock. Eine sehr gute Frage. Stellen wir eine mögliche Antwort darauf noch ein wenig zurück und fassen zusammen. Nach allem, was ich gehört habe und was dein Adlatus hier protokolliert hat, verfügst du sehr wohl über einen Glauben an eine höhere Macht, die als Ursache hinter allem steckt. Liege ich damit richtig? Der Meisterdetektiv schüttelte entschieden den Kopf. Nein, so kann man das nicht sagen, nein. Ich würde mich am ehesten als Agnostiker bezeichnen, John, wenn es das auch nicht hundertprozentig trifft. Es gibt nun einmal nicht genügend Beweise. Und ich spreche von empirischen Tatsachen, nicht von Indizien, die den Glauben an einen Gott, um einmal in deiner Terminologie zu bleiben, rechtfertigen. Ebenso, das muss ich allerdings zugeben, gibt es aber auch zu wenige, die einen solchen Glauben als komplett unsinnig erscheinen lassen. Kurz gesagt, man kann weder beweisen, dass es Gott gibt, noch kann man belegen, dass es ihn nicht gibt. Ja, dies zu ergründen, übersteigt einfach die Fähigkeiten und Möglichkeiten des menschlichen Verstandes. Ich wollte meinem Freund mit meinem Einwurf ein wenig zu Hilfe kommen, denn ich hatte das Gefühl, dass er sich gerade nicht sehr wohl in seiner Haut fühlte. Das Wesen des Glaubens ist es aber gerade, dass man etwas als gegeben annimmt, für das man keinen Beweis im empirischen Sinn erhält, Sherlock. Eben. Dazu bin ich einfach im Innersten meines Wesens und meiner persönlichen Erfahrung nach zu rational und zu analytisch, mein Freund. Nein. Da bleibe ich doch lieber dem Studium der Philosophie treu. Auch wenn die Philosophie mir zugegebenermaßen manche Antwort bisher schuldig geblieben ist. Nun, Holmes, keine Antwort zu erhalten, ist auch eine Antwort.
Dies ist ein bekannter Lehrsatz der Philosophie. Da lächelte der Geistliche wieder und nickte verständnisvoll. Und darin liegt die Krux des Ganzen. Denn da, wo die Philosophie aufhört, beginnt die Theologie. Dort, wo die Philosophie Erkenntnisse verweigert, ermöglicht die Theologie ein Weiterkommen. Das ist nur eine Interpretation, mein Freund. Und noch weit entfernt von einer korrekt ausgearbeiteten These, wenngleich sie mir auch sehr gewagt erscheint. Und eine Interpretation ist lediglich eine persönlich gefärbte Variante der Wahrheit. In diesem Fall deiner Wahrheit. Was ist Wahrheit, Sherlock? Father Brown ließ Holmes nicht eine Sekunde aus den Augen. Nach einem Moment der Stille wiederholte er die Frage. Was ist Wahrheit, Sherlock? Ich muss dich enttäuschen, John. Meine Bibelkenntnisse sind nicht so eingerostet, wie Watson sicherlich glaubt. Die Frage, die du mir da stellst, hat der römische Statthalter Pilatus Jesus von Nazareth gestellt, als dieser ihm zum Verhör vorgeführt wurde. Holmes lächelte schelmisch. Jedenfalls beschreibt der biblische Schriftsteller es so. Father Brown nickte. Auf seinem Gesicht breitete sich ein fast schon heiliger Ernst aus. Das ist korrekt, Sherlock. Aber ändert das etwas an der Antwort, die auf diese Frage gegeben werden kann? Nein, natürlich nicht. Und mit dieser Frage gedenkst du wirklich, mich aus der Reserve zu locken? Das nicht, aber zumindest ein wenig in Verlegenheit zu bringen, alter Junge. Jesus lässt die direkte Beantwortung der Frage immerhin offen. Father Brown lächelte nun herausfordernd. Sherlock Holmes paffte weiterhin ungerührt vor sich hin. Er blies den Rauch durch die Nase aus. Vielleicht wurde die Antwort, die er gab, als nun, sagen wir, unpassend empfunden und einfach nicht überliefert, John. Das wäre immerhin eine Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen werden kann, nicht wahr? Völlig richtig. Aber gehen wir für den Moment einmal davon aus, dass Jesus die Antwort wirklich schuldig blieb. Traust du dir etwa das zu, was er nicht wollte oder konnte? Holmes nahm einen bedächtigen Zug. Dann setzte er sich auf und schaute den Vater direkt an. Mit einem Wort? Ja, die Antwort ist leicht. Dann bitte. Erleuchte uns. Brown breitete erneut höchst ergeben und in der uns bereits bekannten Geste die Arme aus. Holmes setzte sein ebenso bekanntes wie vielsagendes Haifischlächeln auf. Die Antwort ist jene Methodik, die mich überall bei meiner steten Suche nach der Wahrheit zum Ziel geführt hat und die ich immer folgendermaßen formuliert habe. Wenn alle möglichen Hypothesen bis auf eine beseitigt sind, ist diese noch so unwahrscheinliche Hypothese die richtige Hypothese? Brown ließ sich aufatmend zurücksinken.
Ich konnte nicht ersehen, ob ihm diese Antwort meines Freundes zusagte oder nicht. Aber seine leicht dahingesprochene Entgegnung deutete auf Ersteres hin. Das dachte ich mir. Wärst du bereit, dieses Denkmodell auf den Fall anzuwenden, den ich dir nun vorlegen werde? Ich bin immer und zu jeder Zeit bereit, diese von mir so streng kultivierte Vorgehensweise in Anwendung zu bringen, John. Ich nehme daher also an, dass ich die Griechenprobe erfolgreich bestanden habe. Da warf ihm der Geistliche einen geradezu mitleidigen Blick zu. Es ging nie um Bestehen oder Nichtbestehen. Aber du hast doch vorhin erklärt, dass du deine Entscheidung, ob du mir den Fall überhaupt vorlegst, von meiner Antwort abhängig machst. Eben, meine Entscheidung. Denn eine richtige oder falsche Antwort auf die Gretchenfrage, wie du sie nanntest, gibt es nicht. Es gilt viel mehr und viel eher, die Argumentation, die einer Antwort auf diese Frage zugrunde liegt, nachzuvollziehen und einzuordnen. Das würde bedeuten, dass es zwar keine richtige oder falsche Antwort, dennoch aber eine richtige oder falsche Argumentation gibt. Exakt. Deshalb bezeichne ich eine Argumentation entweder als stark oder schwach, als stichhaltig oder vage. Richtig und falsch sind absolute Begriffe, die um etwas wie eine Argumentation, die immer von gewissen persönlichen Voraussetzungen abhängig ist, zu beschreiben, einfach nicht ausreichen, Doktor. Verstehe. Absolute Begriffe schränken die Deutung zu sehr ein. Langsam erkannte ich, welch einen scholastischen Geist ich hier vor mir hatte. Was hätte Brown in einem weltlichen Beruf alles leisten können? Welche Position innerhalb der Gesellschaft hätte er bei seinem überlegenen Intellekt einnehmen können? Und so ein Mann begnügte sich mit den alltäglichen Pflichten eines Gemeindepfarrers und versauerte in der Unbedeutendheit eines geistlichen Lebens. Ich verstand es einfach nicht. Den Fall bitte, John. Also gut. Bist du bereit? Ich bin ganz Ohr. Ist Jesus von Nazareth nach seiner Kreuzigung durch die Römer als bisher einziger Mensch tatsächlich von den Toten auferstanden? Und wenn ja, hat er damit bewiesen, dass er Gottes Sohn und damit Gott selbst ist? Mir verschlug es die Sprache. Ich sank in der Stille, die nun entstand, schwer in meinen Sessel zurück. Dies war eine Frage des Glaubens, keine Frage der Logik oder der Empirie. Diese Frage konnte nach meinem Dafürhalten von keinem Menschen beantwortet werden. Wie würde der größte Detektiv, den die Welt jemals gesehen hat, jetzt nach einem Leben, das er ausschließlich der Logik und der Deduktion gewidmet hatte, mit einer solchen Frage umgehen? Ich musterte ihn. Er saß unbeweglich in seinem Sessel, das Gesicht wie zur Maske erstarrt, unergründlich. Langsam an seiner Pfeife nippend, wie man an einem Glas Wein oder einem Sherry nippt. Dann blies er den Qualm durch Mund und Nase aus. Das Geheimnis des Glaubens, John, das soll ich für dich lüften. Ist das wirklich dein Wunsch? Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, genau das wünsche ich, Sherlock. Du wagst viel und riskierst allerhand, Priester. Sag, willst du etwa deinen Glauben verlieren? Oder hast du ihn gar schon verloren? Mein Herz ist ruhelos, bis es ruhet in Gott. Augustinus, Confessiones, erstes Buch, erstes Kapitel. Ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sherlock Holmes erweckte den Anschein, als kämpfe er sich in diesem geistigen Duell langsam wieder nach vorne. Du versteckst dich hinter Zitaten, Priester. Zitaten von längst verstorbenen Menschen. Nein, das tue ich nicht, Sherlock. Father Brown schüttelte energisch den Kopf. Ich suche und strebe nach der Erkenntnis Gottes, Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr um Jahr. Und ich will, dass du dich mit diesem größten aller Geheimnisse befasst. Ich will, dass du herausfindest, für dich selbst herausfindest, ob die Existenz einer ganzen Religion einzig und allein auf einem nicht gelösten Kriminalfall basiert. Nicht mehr und nicht weniger.
denn ich sorge mich um deine Seele. Und ich bin mit Verlaub äußerst gespannt, ob du dich darauf einlässt oder ob du die Flinte von vornherein mit einer lapidaren Ausrede ins Korn werfen wirst. Wieder entstand diese grausame Stille. Ich wagte kaum zu atmen. Ich hatte das Gefühl, dass die Nerven zum Zerreißen gespannt waren und dass wir an einem ganz entscheidenden Punkt dieser Unterhaltung angekommen waren. Wie würde Holmes sich entscheiden? Wie würde er reagieren? Wie mit dieser Frage, diesem Anliegen eines sehr alten Freundes, den er seit frühester Jugend ankannte, umgehen? Er dachte augenscheinlich lange nach, und der Vater und ich warteten geduldig. Wir hatten Zeit genug und wollten ihn keinesfalls drängen. Dennoch wurde mir die Situation irgendwann zu bedrückend. Ich musste mich irgendwie aus dieser immensen Anspannung lösen. Also gab ich mir einen Ruck und stand auf. Ja, also ich brauche jetzt erst einmal einen anständigen Sherry. Wie steht es mit Ihnen, Father Brown? Und Ihnen, Holmes? Der Geistliche zuckte zusammen, als ich so unvermittelt die Stille unterbrochen hatte. Doch er fasste sich augenblicklich und sah mich dankbar lächelnd an. Oh ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Idee, Doktor. Schenken Sie uns ein. Sie wissen ja, wo alles steht. Ich tat, wie mir geheißen. Und schon bald kehrte ich mit 3 Gläsern und einer Flasche trockenen Sherrys vor den Kamin zurück. Ich schenkte jedem ein Glas ein und wir genehmigten uns erst einmal einen Schluck. Holmes erhob sich, ging grübelnd im Zimmer auf und ab und begann ohne große Einleitung seine Gedanken vor uns auszubreiten. Dabei machte er, die Pfeife in der Hand, mit dem Mundstück nach vorn gerichtet, unterstützende Gesten. Beginnen wir also mit den Fakten des Falls, Gentlemen. Die Hauptquelle, die wir für die Existenz eines jüdischen Wanderpredigers mit dem Namen Jesus von Nazareth haben, ist die Bibel. Die heilige Schrift der Juden und Christen. Nebenbei bemerkt, ist Jesus die gräzisierte Form des Namens. Von seinen Zeitgenossen wurde er sehr wahrscheinlich eher Jeshua oder Jeshu genannt. Dort also finden wir die biografieähnlichen Schriften, die sich mit dem Leben dieses Mannes befassen, im zweiten Teil, dem sogenannten Neuen oder Zweiten Testament. Man nennt sie Evangelien. In der Einzahl Evangelium, was so viel wie gute Nachricht oder frohe Botschaft bedeutet. Diesen zweiten Teil, ebenso wie die Bedeutung, die diesem Jesus von den Christen zugeschrieben wird, lehnten die Juden damals und lehnen sie heute noch ab und akzeptieren daher nur das Alte oder Erste Testament als verbindliches schriftliches Zeugnis ihres Glaubens. Da es sich also folgerichtig um Glaubens, also ideologisch verbrämte Literatur handelt, ist dies von vornherein als empirische, faktische Quelle eher unbrauchbar. Bis hierher können wir dir folgen, Sherlock. Father Brown lehnte sich wieder in seinen Sessel zurück, streckte die Beine aus und verschränkte die Hände vor dem Bauch. Gut. Aber es gibt ja auch noch andere Quellen, die wir hinzuziehen können und die glaubwürdigere Fakten enthalten, die besser darstellbar sind. Tja, und diese wären? Es sind nicht christliche Quellen, allen voran das Werk Testimonium Flavianum von Flavius Josephus. Dazu kommen Randnotizen bei den römischen Geschichtsschreibern Sueton, Tacitus und Plinius, dem Jüngeren. Flavius Josephus? Flavius Josephus war im ersten nachchristlichen Jahrhundert ein jüdischer Priester und Historiker aus der Jerusalemer Oberschicht, der später zum Hauptzeugen der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 wurde. Doch ist seine positive Würdigung der Person Jesu, man bedenke, die Würdigung eines zeitgenössischen Juden, sehr umstritten, da der Text im Original nicht vorliegt, sondern im Lauf der Zeit interpoliert wurde. Interpoliert? Verändert, ergänzt, angepasst, Watson, das ist doch vollkommen klar. Wir wollen doch mal sehen, ob wir aus der heutigen Textfassung etwas herauslesen können. Watson, wären Sie so freundlich? Ja. Gerne, Holmes. Was soll ich tun?
Begeben Sie sich bitte zum Bücherregal dort hinten und suchen Sie die übersetzte und kommentierte Ausgabe von Antiquitatis Judaitis heraus. In unserer Sprache heißt es Werk jüdischer Altertümer. Ja, wie Sie wünschen. Du hast eine Ausgabe dieses seltenen Werks, Sherlock? Natürlich. Sie stammt noch von meinem Vater. Du weißt ja, wie sehr dem alten Herrn solche Folianten am Herzen lagen. Entschuldige bitte, dass ich keine lateinische Ausgabe besitze. Die Übersetzung muss reichen. Ich kehrte mit dem alten Schinken wieder zu meinem Sessel zurück. Ja, und nun, Holmes? Suchen Sie im 18. Kapitel die Verse 63 bis 64 und lesen Sie sie uns vor. Ich schlug das Buch also auf, suchte die betreffende Stelle, setzte mich wieder in meinen Sessel und begann laut vorzulesen. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Danke, Doktor. Tja. Dieser Auszug sollte einige der Angaben in den Evangelien bestätigen. Es gibt auch andere Übertragungen des Textes, die weniger, nun sagen wir, christlich gefärbt sind. So übersetzt es Bischof Agapius von Hierapolis im 10. Jahrhundert beispielsweise so: Zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen, der Jesus genannt wurde. Und er wies einen guten Lebenswandel auf und war als tugendhaft bekannt und hatte viele Leute aus den Juden und den anderen Völkern als seine Jünger. Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt. Aber diejenigen, die seine Jünger geworden waren, gaben seine Jüngerschaft nicht auf und erzählten, dass er ihnen 3 Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und lebe und demnach vielleicht der Messias sei, über den die Propheten Wunderbares gesagt haben. Der römische Geschichtsschreiber Sueton schreibt dazu in seinem Werk De Vita Caesarum Folgendes. Die Juden, welche von einem gewissen Chrestos aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom. Tacitus hingegen formuliert es in seinen Annalen so: Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen Verhassten, die das Volk Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Korrekt schon. Kombiniert man nun diese nichtchristlichen Aussagen mit der Aussage von Josephus, so ergibt sich daraus folgendes Bild. Etwa zur Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Also 42 vor bis 37 nach Christus. Ja, was ja exakt die Zeit ist, um die es uns geht. Richtig, Watson, richtig. Gab es in Jerusalem einen Mann, der für Unruhen im Volk sorgte. Das war ein gewisser Chrestos. Der römische Statthalter Pilatus ließ diesen Mann auf Betreiben der Vornehmen des jüdischen Volkes durch Kreuzigung hinrichten. Chrestos klingt allerdings verdächtig nach dem griechischen Christos, was wiederum die Übersetzung des hebräischen Maschiach ist. Unter den Juden der damaligen Zeit war der Glaube an einen von Gott gesandten Erlöser, einen Maschiach, einen Gesalbten, weit verbreitet, der sie vom Joch der Besatzungsmacht Rom befreien sollte. Eine solche Prophezeiung findet sich sogar in der Bibel. Bei dem Propheten Micha heißt es direkt zu Beginn des 5. Kapitels: Du Bethlehem Ephrata bist zwar klein unter den Sippen Judas, aber aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt er sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat.
Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein. Ich denke, ich verstehe. Gesalbt wurden ja damals nur Könige. Könige waren Herrscher. Dieser Maschiach, in der kräzisierten Variante wohl Messias, ist also ein von Gott gesandter Herrscher, der zum einen den israelischen König selbst und zum anderen den römischen Kaiser bedrohte. Mit anderen Worten, er wurde als Gefahr für Staat und Religion angesehen. Völlig richtig, Watson. Bravo. Das brachte ihm mit absoluter Sicherheit den Tod am Kreuz ein. Soweit so gut. Die Evangelien berichten nun von mehreren sogenannten Erscheinungen des dergestaltigen Gerichteten. Woraus sich für die von John gestellte Frage drei mögliche Hypothesen ergeben. Die da wären? Erstens. Der Leichnam wurde von besagten Grabräubern mit dem Ziel entwendet, den Anhängern des Wanderpredigers zu suggerieren, er sei tatsächlich auferstanden. Zugegeben, eine ernstzunehmende Möglichkeit, da dererlei Dinge wie Grabraub zur damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches waren. Und weiter? Zweitens, dieser Mann hat die Kreuzigung überlebt und konnte später mit der Hilfe seiner Anhänger fliehen. Das hat auch einiges für sich. Das werden wir näher beleuchten müssen. Und drittens, ist er tatsächlich der Sohn Gottes oder Gott selbst oder ein gottähnliches, gottgleiches Wesen, das sich entweder selbst oder mit der Hilfe anderer gottgleicher Wesen ins Leben zurückgebracht hat. Du spielst auf den alten Streit unter Theologen an, ob Jesus nun von den Toten auferstanden ist oder auferweckt wurde. Da gibt es einen Streit? Oh ja, Doktor, einen sehr alten sogar. Im Wesentlichen geht es darum, Watson, ob die Göttlichkeit Jesu so stark und autark ist, dass sie sich selbst helfen und sich selbstständig aus dem Zustand des Todes befreien kann, oder ob sie dabei eventuell durch ein göttliches Wesen Hilfe benötigt. In jedem Fall würde es bestätigen, dass Jesus ein Gott ist, dem eine entsprechende Macht gegeben ist und der diese auch einsetzt, beziehungsweise dem durch eine entsprechende Macht geholfen wird. Das ist allerdings die meiner Meinung nach unwahrscheinlichste Theorie. Tja, und was jetzt? Jetzt, mein lieber Watson, knöpfen wir uns alle Theorien der Reihe nach vor und schauen, welche davon die schlüssigste ist. Sherlock Holmes' Gesicht zeigte aus irgendeinem unerfindlichen Grund einen säuerlichen, fast schon bitter zu nennenden Ausdruck. Diskutieren wir also die Möglichkeit eines Grabraubs. Beginnen wir auch hier wieder mit den Fakten. Grundsätzlich gilt für unsere Theorie, dass wir davon ausgehen, dass das Grab tatsächlich leer war. Richtig, Sherlock. Wenn das Grab nicht nachprüfbar leer gewesen wäre, dann hätte sich die Botschaft von seiner Auferweckung oder Auferstehung in Jerusalem kaum halten können. Ja. Gut. Holmes zog nachdenklich an seiner Pfeife. Father Brown nahm mir den Folianten aus der Hand, erhob sich und brachte das Buch ins Regal zurück. Der Grabraub ist ein sehr altes Phänomen. Schon im antiken Ägypten wurden die Gräber von Verstorbenen geöffnet und geplündert. Sehr richtig, Sir. Ziel war meines Wissens nach immer die persönliche Bereicherung durch den Verkauf der entwendeten Grabbeigaben. Korrekt. Die Ägypter statteten ihre Verstorbenen in der Regel sehr gut und sehr üppig für ihre Reise in die
wie auch immer geartete Totenwelt, die ihr Glaube ihnen offerierte, aus. Je nach gesellschaftlicher Stellung des Verblichenen waren diese Grabbeigaben reichhaltig und sehr wertvoll. Meist aus Gold oder ähnlichen wertvollen Metallen gefertigt. Kein Wunder, dass sich schon bald Menschen niedersten Schlages daran vergriffen und die Grabstätten öffneten. Eine solche Schändung oder Entweihung ließ diese Tomb Raider allerdings ziemlich kalt. Daher bauten die Ägypter meines Wissens nach eine Menge Hindernisse in die Gräber ein, denen der Unbefugte erliegen musste, wenn er keine Kenntnis davon hatte. Father Brown war inzwischen wieder zu seinem Sessel zurückgekehrt. Holmes ließ sich ebenfalls wieder in seinem Sessel nieder. Wiederum richtig. Meistens handelte es sich dabei um Flüche und die abstrusesten Todesfallen, die mit Stichwaffen, Giften, giftigen Tieren und ätzenden Säuren das Leben des Eindringlings sehr qualvoll beendeten. Ein für einen leidenschaftlichen Chemiker wohl gefundenes Fressen, Holmes. Nicht wahr? In der Tat, Watson. Was aber auffällt, ist, dass weder die ägyptischen Grabräuber noch jene im chinesischen Kaiserreich, wo es ein ähnliches Problem gab, es auf die Leichen abgesehen hatten. Ziel der Diebe waren immer nur die wertvollen Beigaben, nie die Mumien oder Leichname selbst. Richtig, alter Junge. Erst in neuerer Zeit werden die Leichname selbst für Archäologen und Pathologen interessant, die sich mit antiken Krankheiten befassen. Grabraub ist heute allerdings ein ernstzunehmender Straftatbestand, meine Herren. Bei dem Nazoräer lagen die Verhältnisse dann doch tatsächlich völlig anders, wie mir scheint. Genau, Doktor. Jesus wurde in einem einfachen Felsengrab nahe der Hinrichtungsstätte Golgotha oder Golgatha, was übersetzt so viel wie Ort des Schädels bedeutet, beigesetzt. Man hatte ihn einfach in Leinentücher gewickelt und dort hineingelegt. Es muss sich hierbei um einen Hügel außerhalb des antiken Jerusalems handeln, der bis heute noch nicht identifiziert werden konnte. Ebenso konnte daher das Grab Jesu selbst nicht genau lokalisiert werden. Die für meine These allerdings ausschlaggebende Information ist die, dass der Tote ohne jegliche Beigabe bestattet wurde. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er ja immerhin als verurteilter Verbrecher gestorben war. Es war sogar noch schlimmer, meine Herren. Im Buch Deuteronomium, dem anderen oder zweiten Gesetzbuch der jüdischen Tora, steht, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Du sollst das Land nicht unrein werden lassen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt. Fünftes Buch Mose, Kapitel 21, Verse 22 bis 23. Sehr richtig, John, sehr richtig. So war Jesus von Nazareth nach jüdisch-römischem Verständnis also ein von Gott Verfluchter? Was für eine Ironie. Nach jüdischem Verständnis, Doktor. Den Römern war das, vermute ich, ziemlich egal. Sie sorgten nur dafür, dass die Ordnung in der eroberten Provinz aufrechterhalten wurde. Etwas, das uns Engländer nicht fremd sein dürfte, denkt man einmal an unsere Kolonialbestrebungen allein in Indien. Bleiben wir bei den Fakten unseres Falls hier. Es handelte sich also um ein einfaches Felsengrab, eine kleine Höhle, die vermutlich natürlichen Ursprungs war. Man legte den Toten hinein und verschloss die Öffnung mit einem Stein, der so groß und mächtig war, dass ihn ein Einzelner nicht hätte bewegen können. Richtig, John? Korrekt, Sherlock. Das Grab wurde mit einem schweren Stein, der von 7 Männern bewegt werden musste, verschlossen. Dieser mit Stricken umwickelt und mit rotem Lack und dem Stempel des Pilatus versiegelt. Pilatus selbst ließ auch noch 2 Wachen aufstellen. 7 Männer? Tja, das muss ja allerdings ein gewaltiger Stein gewesen sein. Aber warum da noch 2 Wachen? Nun, für die strenggläubigen Juden war Jeschua, der Nazoräer, nicht der Sohn Gottes, sondern lediglich ein verwirrter Prophet und Gotteslästerer, der den Weg allen Fleisches gegangen war. Im Matthäusevangelium findet sich dazu folgender Passus. Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten, Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde nach 3 Tagen auferstehen.
Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag sicher bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles andere zuvor. Pilatus antwortete ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Matthäus Kapitel 27, Verse 22 bis 26. Ich verstehe. Und trotzdem... Und trotzdem waren am nächsten Morgen die Wachen verschwunden, der Stein lag weit vom Grab weg und der Leichnam hatte sich in Luft aufgelöst. Einzig und allein ein Schweißtuch mit dem Gesichtsabdruck des Gekreuzigten fand sich im Grab. Nun ja, John, um die Echtheit dieses sogenannten Schweißtuches ist es auch nicht wirklich weit her. Holmes' kühle, nüchterne Art konnte einem wirklich manchmal Angst einflößen. Er klang fast wie ein Pathologe, der gerade eine Leiche obduziert. Aber im Johannesevangelium steht in den Versen 6 und 7 eindeutig Folgendes. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Dass sich ein textiles Stoffgewebe von damals, das dazu noch unter widrigsten Umständen das Haupt eines Toten bedeckte, somit also mit allerlei Körperflüssigkeiten durchtränkt gewesen sein dürfte, tatsächlich bis heute erhalten haben soll, wage ich doch zu bezweifeln. Das Material hat sich sicher im Lauf der Jahrhunderte schon längst zersetzt und aufgelöst. Ich erwähne nur den Umstand, Sherlock. Ich spreche nicht von der Glaubhaftigkeit gewisser Reliquien späterer Zeiten. Gut, da sind wir uns dann ja wohl einig. Was folgt aber nun daraus, meine Herren? Daraus folgt, bester Watson, dass die Juden aufgrund der Aussagen, die Jeschua während seines Wanderpredigerlebens nachweislich getätigt hatte und die ihnen berichtet worden waren, befürchteten, dass seine Anhänger dafür sorgen würden, dass genau diese Vorhersagen auch eintreffen würden. Und das wäre der einzige plausible Grund für einen derartigen Grabraub, dessen Ziel der Leichnam selbst war, Doktor. Matthäus gibt noch einen weiteren Hinweis, John, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Du meinst die Stelle, wo es heißt, noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitete sich bei den Juden bis heute. Der Hinweis auf einen Vertuschungsversuch von jüdischer Seite, korrekt. Matthäus 28, 11 bis 15, wenn ich nicht irre. Es gibt also gute Gründe, davon auszugehen, dass der Leichnam des Gekreuzigten zum Zweck der bloßen Propaganda für eine neue Religion aus dem Grab entwendet wurde. Exakt. Aber es hätte dann das geplante und gut vorbereitete Werk von mindestens 7, wenn nicht sogar noch wesentlich mehr Tätern gewesen sein müssen, da das Grab entsprechend verschlossen und versiegelt worden war. Und letztlich bleibt noch die Frage zu klären, wenn das denn überhaupt irgendwann möglich sein wird, was mit dem gestohlenen Leichnam geschah. Was uns eine Brücke zu deiner zweiten Theorie baut, Sherlock. Denn hier kommen wir, wie wir sehen, an einen Punkt, der uns nicht weiterbringt. Thank you.
auch auf die Gefahr hin, ihre ganze schöne erste Theorie ad absurdum zu führen. Aber die Tatsache, dass das Grab leer war, bedeutet nicht automatisch, dass ein Leichnam entwendet wurde. Nein. Vielleicht wurde auch nur ein Scheintoter wieder ins Leben zurückgeholt und aus dem Grab befreit. Dann schauen wir uns auch hier einmal die überlieferten Fakten an. Beginnen wir mit der Todesart. Wie Sie meinen, Holmes. Ich hob ergeben die Hände. Der Meisterdetektiv begann wieder paffend im Raum auf- und abzulaufen. Also die Kreuzigung war eine zur damaligen Zeit weit verbreitete, aber unterschiedlich ausgeführte Form der Hinrichtung eines Menschen. Ihr Ziel war die Verlängerung der Qualen des Verurteilten und eine weitestgehende Aufschiebung des Todeszeitpunkts. Im Übrigen hat man sie meines Wissens nach ab 313, dem Jahr, in dem Kaiser Konstantin der Große sein berühmtes Toleranzedikt erließ, abgeschafft. Sie wird glaubhaften Quellen zufolge allerdings noch immer in einigen streng mohammedanischen Regionen der Welt ausgeführt. Wie wir vorhin erörterten, war der dergestalt hinzurichtende Delinquent ein von Gott Verfluchter. Sein Vergehen war also in doppelter Hinsicht schlimm. Ich bemerkte denselben kritischen Stil an Father Brown, den ich auch von Holmes bereits kannte. Er wurde zwischen Himmel und Erde gehängt, um den Boden, auf dem er stand, nicht im rituellen Sinn zu verunreinigen, und den Himmel, der Sinnbild der Heimat Gottes war, nicht zu entweihen. Elementar, John. Allerdings waren Nägel damals teuer. So wurden nur besondere Gefangene ans Kreuz geschlagen. Die meisten wurden lediglich festgebunden. Das muss eine fürchterliche Qual gewesen sein. Ich musste mich zusammenreißen. Auch wenn es schrecklich war, was wir hier besprachen, so lag es doch bereits Jahrhunderte zurück. Wie hat man es genau gemacht? Nun, die Hinrichtung verlief bei den Römern in der Regel in 4 Schritten. Zunächst wurde der Delinquent völlig entkleidet und öffentlich gegeißelt. Gegeißelt? Oh mein Gott! Sofort rief ich mich erneut zur Ordnung. Das konnte ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte mich schon wieder gehen lassen. Ich zwang mich umgehend zur Sachlichkeit zurückzukehren. Womit schlug man ihn? Mit einem sogenannten Flagrum. Was ist das? Ein fürchterliches Folterinstrument. Eine Peitsche, die oftmals zusätzlich mit Nägeln besetzt war und dem Verurteilten Haut und Fleisch vom Körper riss. Die Qual und die Erniedrigung müssen fürchterlich gewesen sein. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich mich hatte zu einer völlig unmotivierten emotionalen Reaktion hinreißen lassen. Damit musste nun endgültig Schluss sein. Aus medizinischer Sicht würde ich meinen, dass die durch die Schläge hervorgerufene Anstrengung, die Verspannung, die Schmerzen und der einhergehende Blutverlust den Organismus enorm geschwächt haben. In vielen Fällen war diese Geißelung in der Tat tödlich, Doktor. Daher begrenzte man die Zahl der Schläge. Tja, es dürfte jedenfalls die Sterbedauer am Kreuz wesentlich verkürzt haben. Der nächste Schritt bestand darin, dass man den Delinquenten zwang, den Querbalken seines Kreuzes zur Hinrichtungsstätte zu schleppen. In Rom benutzte man überdies auch oft ein Balkendreieck, die sogenannte Furca, die ursprünglich wohl ein landwirtschaftliches Gerät gewesen war. Am Richtplatz fesselte oder nagelte man den Delinquenten an den Querbalken oder die Furka und hob dann beides nach oben und verband es mit einem vorbereiteten, eingerammten Pfahl. Holmes Kühle, seine nüchterne Sachlichkeit bei der Darlegung derart grausamer Sachverhalte, verblüffte mich außerordentlich. Hatte ich mich vorhin noch darüber gewundert, dass er tatsächlich Emotionen gezeigt hatte, so war er nun wieder der zur Maske erstarrte Analytiker. Ich benötigte allerdings für meine Einschätzung weitere Informationen. Wie ging man beim Annageln vor? Father Brown antwortete, während er sich einen Schluck Sherry genehmigte. Nun, man trieb in der Regel die Nägel zum einen durch den Handwurzelknochen oder zwischen Elle und Speiche am Unterarm hindurch. Bei den Füßen schlug man den Nagel seitlich durch das Fersenbein oder den Fußknochen. Ich nickte und versuchte, all das mit der Professionalität des Arztes zu sehen. Mhm.
Damit hielt man auf alle Fälle den Blutverlust gering und verhinderte, dass der Körper durch das Eigengewicht an den Händen ausriss und abstürzte. Man hat auch entgegen der Darstellung in den Kirchen, die eine rein theologische ist, den Verurteilten nicht mit den Handflächen nach vorn, sondern mit den Handflächen nach innen zum Querbalken hin genagelt, um die Bewegungsfreiheit der Arme einzuschränken und den Körper insgesamt besser fixieren zu können. Archäologische Funde haben das zumindest für die Füße bereits belegt. Man fand Skelette, deren Fersenbeine noch von Nägeln durchdrungen waren. Bei solchermaßen Gekreuzigten brachte man etwa auf halber Höhe ein Querholz an, auf das man das Gesäß zeitweise abstützen konnte. Ich versuchte, mir das Dargestellte bildlich vorzustellen. Ich sah in Gedanken einen Verurteilten in dieser Art und Weise am Kreuz hängen und beobachtete seinen Todeskampf. Die Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, sprach ich allerdings laut aus. Das dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Arme entlastet haben, um das Atmen zu erleichtern. Denn der Tod, der auf diese Art herbeigeführt wird, ist ja dem Wesen nach ein Erstickungstod. Der Verurteilte wurde also durch sein Eigengewicht langsam nach unten gezogen, fiel in Ohnmacht und erstickte, Watson? Das ist offensichtlich, Holmes. Den Rest dürfte der Blutverlust erledigt haben. Ja, ja. Nun, wie lange konnte ein derart Gemarteter das wohl überleben? Was schätzen Sie? Ich überlegte und rechnete im Geist alles zusammen, was ich bisher wusste. Ich würde sagen, dass der Tod durch langsames Ersticken oder den völligen Zusammenbruch des Kreislaufes und das damit verbundene Herzversagen unter diesen Umständen innerhalb von 3 Tagen eingetreten sein dürfte. Und da gehe ich von Verurteilten aus, die nicht vorher schon durch die entsprechende Geißelung geschwächt waren. Es wäre also nicht ungewöhnlich, wenn ein entsprechend gefolterter Mensch wie Jesus schneller gestorben wäre. Auf keinen Fall, alter Freund. Die Qualen, die der arme Teufel dabei erlitten haben muss, dürften fürchterlich gewesen sein. Durst, Wundbrand und eine verkrampfte Atemmuskulatur sind beileibe nichts Angenehmes, Holmes. Wieder ließ sich Father Brown aus seinem Sessel vernehmen. Er hatte das Glas inzwischen geleert. Oft hat man die Beine des Verurteilten auf einen kleinen Querbalken gestellt, damit genau das, was Sie da beschreiben, nicht zu schnell geschah. Vielen Gefangenen, der Überlieferung nach auch Jesus, reichte man über einen längeren Zeitraum einen Schwamm, damit sie nicht vor der Zeit verdursteten. Man wollte auf diese Art auch die Qualen verlängern. Der Schwamm enthielt Wasser, das mit Posca, einer Spielart des Weinessigs, und mit schmerzlindernden und betäubenden Präparaten versetzt war. Allerdings gab es auch die andere Möglichkeit. Um den Tod schneller herbeizuführen, brach man den Delinquenten die Unterschenkel oder die Füße, was als Gnade galt, und wozu die Wachen, die den Sterbevorgang bis zum Ende begleiten mussten, oftmals von den Angehörigen bestochen wurden. Danach starben die Gekreuzigten zwar schneller, aber wesentlich schmerzhafter. Gut. Doch kommen wir nun zu den für meine Theorie maßgeblichen Fakten, die wiederum nur durch die Bibel an mehreren Stellen belegt sind. Wir hören. Holmes sah ihn argwöhnisch an. Er überlegte. John, man hat dem vermeintlich toten Jesus doch eine Lanze in die Seite getrieben, nicht wahr? Das ist richtig, Sherlock. Die Römer kontrollierten den endgültigen Tod eines Hingerichteten, indem sie ihm einen Wurfspieß, ein sogenanntes Pilum, in den Bauch rammten. In der Regel stießen sie ihm diese typisch römische Fernwaffe seitlich unterhalb der Rippenbögen in den Leib, um Herz und Lunge zu zerstören. Dadurch war der Tod sicher. Und dann flossen Blut und Wasser aus der Wunde. So steht es in der Bibel. Watson, können Sie sich als Arzt einen Reim darauf machen? Natürlich. Das ist ja nun wirklich nicht schwer, Holmes. Das war ja nun wirklich medizinisches Grundwissen, was er da von mir hören wollte. Also brachte ich mich in Positur. Nach dem Tod trennen sich Serum und Plazenta des Blutes, wie Sie wissen. Das eine sieht nach wie vor wie Blut aus, das andere ähnelt einer klaren Flüssigkeit, die mit Wasser verwechselt werden kann. Man kann also daraus schließen, dass dieser Mensch, der da am Kreuz hing, völlig tot und nicht etwa nur scheintot war. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass er bereits alles in seinem Kopf fertig durchdacht hatte und mich hier nur dazu bringen wollte, dass ich ihm letztgültig das bestätigte, was er sich ersonnen hatte. Also reagierte ich entsprechend. Na, hören Sie mal, Holmes.
Wenn die genannten Fakten hier alle stimmen, dann konnte er das nicht überleben. Die Verletzungen durch die Geißelung und die Nagelung hätte er mit sehr viel Ruhe und einer guten medizinischen Versorgung eventuell noch verkraften können. Aber nicht das Durchbohren mit diesem Pilum, wie es vorhin dargestellt wurde. Herz und Lunge dergestalt zerstört, das überlebt niemand. Und die Zersetzung des Blutes spricht eine ebenso deutliche Sprache. Ihrer medizinischen Meinung nach war Jesus also wirklich und wahrhaftig tot? Allerdings. Immer vorausgesetzt, dass die genannten Fakten auch wirklich alle genau so zutreffen. Danke, Doktor. Er setzte sich wieder in seinen Sessel und wendete sich an den Geistlichen. Damit wäre dann meine zweite Theorie widerlegt. Was meinst du als Theologe dazu, John? Father Brown sah uns lange nachdenklich an. Währenddessen saß er steif und unbeweglich auf seinem Platz. Seine Gesichtszüge verrieten einen gewaltigen inneren Kampf, den er nur mit sich auszutragen schien. Nun, ich gebe dir natürlich recht. Allerdings muss ich, obgleich ich das nicht gerne tue, auch hier auf die Unsicherheit der Quelle hinweisen. Die einzigen Berichte des Geschehens finden wir in den Evangelien. Der biblische Schriftsteller Johannes versichert zwar dessen Korrektheit und Wahrheit. Er schreibt: Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Aber auch ihm muss man das glauben, verstehst du? Ja, ich denke, ich verstehe. Die von dir zitierte Stelle Johannes 19, 35 bis 37 ist beides zugleich. Die Versicherung eines Augenzeugen, dass er das, was er beschreibt, tatsächlich so gesehen und erlebt hat, worauf du dich als Theologe gerne uneingeschränkt stützen würdest, und zum anderen aber auch eine Aussage, die ich glauben kann oder auch nicht. Father Brown breitete hilflos die Arme aus. Was soll ich sagen? Leider ist das so. Holmes musterte ihn kurz, verzog die Mundwinkel zu einem Ausdruck, den ich unmöglich zu deuten wusste, und erhob sich wieder. Also gut. Dann sollten wir uns jetzt der letzten, der, wie ich finde, unwahrscheinlichsten Theorie widmen und sehen, wie weit sie uns bringt. Holmes, du liebe Güte, wie wollen Sie ernsthaft, also rational wohlgemerkt, einen Gottesbeweis erbringen? Ich war fassungslos. Das konnte er doch nicht tatsächlich in Angriff nehmen wollen. Das widersprach allem, wofür er stand, wofür er ein Leben lang eingetreten war. Father Brown musterte ihn ebenso eindringlich wie ich. Das fiel mir jetzt erst auf. Der Blick des Geistlichen durchdrang meinen Freund mit einer Eindringlichkeit, bei der mir ganz mulmig zumute wurde. Seine Worte wirkten dann auch wie Dolche, die mit großer Präzision an mir vorbeisausten und Holmes trafen. Ins Herz und in die Seele trafen. Oder doch nicht? Ich darf dich an deine letzte Hypothese erinnern. Jesus von Nazareth ist tatsächlich der Sohn Gottes oder Gott selbst oder ein gottähnliches, gottgleiches Wesen, das sich entweder selbst oder mit Hilfe anderer gottgleicher Wesen ins Leben zurückgebracht hat. In Holmes ernstem Gesicht arbeitete es. Er wirkte, als stände er unter ungeheurer Anspannung, unter einem enormen Druck. Musste ich mir Sorgen um ihn machen?
Er war nicht mehr der Jüngste. Da konnte eine solche Aufregung schon eine ernste gesundheitliche Krise bewirken. Aber bald schon erkannte ich ein Lächeln in seinen Mundwinkeln. Ja, ein schelmisches, überlegenes Haifischlächeln. Ich traute meinen Augen kaum und erstarrte vor Überraschung. Was war mir entgangen? Nun, zunächst einmal, bester Watson, geht es hier nicht nur um einen Gottesbeweis. Es geht auch um einen Beweis des Gegenteils. Verstehen Sie? Und dir, lieber John, danke ich für die wortgetreue Wiedergabe meiner dritten Annahme. Dann spielen wir das Ganze doch einmal durch. Aber sei dir bloß nicht zu siegesgewiss, alter Freund. Keine Sorge. Ich bin weder siegesgewiss, noch habe ich Angst um meine Überzeugung. Dann ist es ja gut. Aber Holmes, wie wollen Sie denn? Ganz einfach. Wir beginnen mit dem Ende, Watson. Mit dem vermeintlichen Ende. Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht, Holmes. Nun, um einmal eine alte Floskel zu bemühen, das Ende ist erst der Anfang, nicht wahr? Im Fall des Jesus von Nazareth ist sein Tod und seine Bestattung doch erst der Anfang des eigentlichen Geschehens, das seinen ultimativen Höhepunkt in dem findet, was die Christenheit die Auferstehung nennt. Ist es nicht so? Das Ostergeschehen, in der Tat. Ja. Aber genau das ist doch eine Glaubensfrage, Holmes. Das lässt sich doch nicht beweisen. Father Brown lächelte hintersinnig. Wir nennen das in der Theologie die Offenbarung, Doktor. Im Gegensatz zur Empirie. Warten wir's ab, Watson, warten wir's ab. Holmes' Geist arbeitete auf Hochtouren. Das erkannte ich nun ganz deutlich. Widmen wir uns zunächst den Berichten über die Erscheinungen des angeblich Auferstandenen und dann den biblischen Darstellungen der sogenannten Himmelfahrt oder der Aufnahme in den Himmel, wie man das auch immer übersetzen mag. John, darf ich um die Darlegung der Fakten bitten? Fakten? Holmes, wo sind denn da Fakten? Das sind doch alles bloße Annahmen und Vermutungen. Indizien, wenn Sie so wollen. Im besten Fall Indizien. Da drehte sich Father Brown zu mir und sah mich freundlich an. Verehrter Doktor, ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen, wenn ich darf. Nur zu. Gut. Also, ich formuliere jetzt zwei Aussagen. Sagen Sie mir bitte, welche davon nach Ihrem Dafürhalten beweisbar ist. Wohlgemerkt, empirisch beweisbar. Ich hob in einer Geste der Ergebenheit die Schultern und ließ sie gleich wieder sinken. Wenn es der Sache dient und uns weiterbringt. Erste Aussage, Gott hat die Welt erschaffen. Zweite Aussage, Christen glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Nun, das ist einfach. Ja? Ja. Die erste Aussage ist eine Glaubensaussage. Da wir nicht beweisen können, wie Holmes es vorhin so treffend ausgeführt hat, dass es Gott gibt oder dass es ihn nicht gibt, können wir folgerichtig nicht beweisen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Das stimmt. Dagegen ist allerdings die zweite Aussage beweisbar. Denn wenn wir die große Masse der Christen auf dieser Welt befragen würden, ob Gott die Welt erschaffen hat, wäre die Antwort mit Sicherheit bei den meisten ganz klar ein Ja. Auch das ist richtig. Ergo glauben diese Menschen, die sich Christen nennen, daran, dass Gott die Welt erschaffen hat, womit wir ganz klar Ihre zweite Aussage beweisen können. Bravo, Doktor, bravo. Auf demselben Weg können wir aber auch beweisen, dass eine große Menge Menschen daran glaubt, dass die Berichte, die in der Bibel stehen, wahr sind. Richtig, John. Und um den Grund für diesen Glauben, denn im Grunde genommen geht es nur darum zu ergründen, müssen wir uns mit diesen Berichten eingehend befassen. Und dazu ist es absolut notwendig, dass wir uns den biblischen Text von allem befreien, was eine, wie Watson es bezeichnete, Glaubensfrage oder Glaubensaussage ist. Wir müssen sozusagen beim Erfassen dieser Quelle, sofern sie denn als historisch und empirisch gelten und uns entsprechende Hinweise liefern soll, die rosarote Brille des Glaubens absetzen und nur das reine Informationsgerüst freilegen. Also, John, die Fakten. Nur die Fakten, ohne den Glauben, bitte. Ich lehnte mich verblüfft zurück. Jetzt kamen wir in einen Bereich, in dem ich nur noch schwer folgen konnte. Aber ich würde mir die größte Mühe geben und so genau wie möglich zu verstehen trachten, was die beiden an Gedankengängen entwickeln würden. Father Brown
hob den Zeigefinger. Zunächst muss festgehalten werden, dass die Heilige Schrift den eigentlichen Vorgang, wie Jesus auferstanden ist, nicht explizit beschreibt. Holmes erhob sich und begann erneut, im Zimmer auf und ab zu gehen. Dabei stopfte er sich die Pfeife neu und zückte ein Streichholz. Korrekt. Aus der Formulierung der Engel, die am oder im leeren Grab stehen und denen die Frauen am nächsten Morgen begegnen, geht klar hervor, dass dies eine Tat ist, die der am Kreuz gestorbene Jesus von Nazareth als Gott, immer vorausgesetzt, dass es so etwas wie Gott gibt, und er es denn auch war, nach Beendigung seines irdischen Lebens völlig allein begangen hat und die von keinem Menschen beobachtet wurde und dementsprechend auch nicht beeinflusst werden konnte. Sie kann also weder bestätigt noch als ungeschehen und damit nichtig angesehen werden. Weil es sich eben um Annahmen, um Vermutungen handelt. Ach, das ist doch ganz klar. Über die Engel möchte ich auch kurz ein Wort verlieren. Das griechische Wort Angelos bezeichnet einen Boten oder Gesandten. Das hebräische Malach, darüber hinaus sogar die eigentliche Botschaft oder Sendung. Wir könnten es hier also schlicht und ergreifend mit einer Metapher für die Erklärung des geheimnisvollen Geschehens zu tun haben, die sich im Bild eines himmlischen Wesens manifestiert. Ich kann Ihnen gerade zwar nicht folgen, weil ich absolut nicht verstehe, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber fahren Sie bitte fort. Vielleicht kommt das Verständnis Ihrer Argumentation ja mit dem Zusammenhang Ihrer Ausführungen. Da lächelte der Priester. Entschuldigen Sie, verehrter Doktor. Ich wollte Sie sicherlich nicht überfordern. Ach, schon gut, schon gut. Machen Sie einfach weiter. Ganz wie Sie wollen. Der Geistliche setzte sich auf. Also, der einzige Beweis, der für das Ostergeschehen in der Bibel und nur dort angeführt wird, sind die diversen Begegnungen mit dem vermeintlich Auferstandenen nach dessen Tod und Beisetzung. Wiederum richtig. Aber, und hier gibt es eine Querverbindung zu meiner ersten Hypothese, selbst die Anhänger des Gekreuzigten sind zunächst der Meinung, dass Jesu Leichnam aus dem Grab weggenommen worden ist. Stimmt. Bei Johannes heißt es zu Beginn des 20. Kapitels: Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Und etwas später wird in derselben Stelle Folgendes berichtet: Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Elementar schon. Holmes paffte jetzt wie eine Dampflok und deduzierte weiter im Gehen. Jesus erscheint nicht nur Maria, sondern vielen seiner Anhänger. Die Bibel spricht von 500 Brüdern. Wenn ich mich recht erinnere, wird sogar ein Zeitraum von 40 Tagen angegeben. Father Brown zog es nun auch von seinem Sessel hoch. Er griff nach dem Glas Sherry und begann zu predigen. Es wird an insgesamt 10 Stellen in den Evangelien und in der Apostelgeschichte von entsprechenden Erscheinungen berichtet. Matthäus beschreibt die Begegnung mit zwei Frauen am Grab und mit den 11 verbliebenen Jüngern in Galiläa. Lukas schildert die berühmte Begegnung zweier Jünger auf dem Weg nach und in Emmaus, etwas außerhalb von Jerusalem, sowie eine Begegnung mit den 11 Jüngern in Jerusalem. Johannes hingegen nennt zusätzlich zu den 11 Aposteln konkret Maria Magdalena am Grab, Thomas und die 7 Erstberufenen am See Genezareth in Galiläa. Die Apostelgeschichte erzählt schließlich von der Himmelfahrt und einer allerletzten Erscheinung danach, nämlich dem sogenannten Bekehrungserlebnis des Apostels Paulus. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Jünger
und einem Apostel. Jünger ist ein allgemeiner Begriff für einen Anhänger, einen Weggefährten, während ein Apostel, so beschreibt es die Apostelgeschichte, ein Zeuge der Auferstehung sein und eine gewisse Anzahl an Kriterien erfüllen musste, um sich so nennen zu dürfen. Tja, und welche Kriterien wären das? Nun, direkt zu Beginn dieses Buches der Bibel, das wohl auf denselben Verfasser zurückgeht wie das Lukasevangelium, heißt es: Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus der Herr bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Das ist aber nicht wirklich entscheidend, John. Sondern? Holmes blieb abrupt stehen und deutete mit dem Mundstück seiner Pfeife auf den Geistlichen. Mich interessiert eher der Umstand, der allen Erscheinungsdarstellungen gemein ist. Ah, und der wäre, Holmes? Nun, in allen Geschichten erkennen die Betreffenden denjenigen, dem sie da begegnen, zunächst nicht. Sie glauben erst daran, dass er es ist, als er bestimmte Verhaltensmuster aufweist und von ihm eingeführte Rituale vorgibt, beziehungsweise als er ihnen seine Wunden an den Händen und Füßen und seine Seite zeigt. Von den Frauen am Grab lässt er sich meines Wissens nach nicht einmal berühren. Johannes nennt als Paradebeispiel Thomas, genannt Didymos, also Zwilling, der es erst glauben kann, als er es sieht, also in gewissem Sinn bewiesen bekommt. Kapitel 20, Verse 24 bis 27, ja. Ob eine solche Demonstration der angeblichen Wundmale, die nur im Rahmen seiner Anhänger stattfand, glaubhaft ist, sei einmal dahingestellt. Es war jedenfalls kein neutraler Zeuge bei dieser angeblichen Beweisführung zugegen. Die Person, die da also in den biblischen Berichten auftaucht, scheint optisch nicht mehr als Jesus von Nazareth erkennbar gewesen zu sein. Da kommen Zweifel an der Authentizität der Person auf, die sich da als der auferstandene Jesus von Nazareth ausgab. Der verklärte Leib. Ach, das ist wieder eine wenig fassbare Glaubensaussage, John. Verklärter Leib? Was soll das sein? Eine Art Astralerscheinung, ein Geisterspuk, ein Gespenst? Nein. Nein, ich bleibe dabei. Diese Erscheinung kann auch ein anderer gewesen sein, der die Stelle des Gekreuzigten nur einnahm, um den Anhängern ein mögliches Wunder zu suggerieren. Verstehst du? Womöglich vielleicht sogar jemand, den eine Maria Magdalena, die der Bibel nach eine, wie auch immer geartete, enge Beziehung zu Jesus von Nazareth unterhielt, erkannt hätte, wenn sie ihn hätte anfassen dürfen. Eine neue Hypothese, Holmes? Hm? Nur wenn Sie das so sehen wollen, bester Watson. Jedenfalls ergibt das alles hier leider keinen schlüssigen Beweis. Auch die beiden Berichte über seine, ich will es einmal Entfernung aus der Realität unseres Seins nennen, sind nicht sehr ergiebig und in sich unstimmig. Wieso denn das? Da hat er leider recht, Doktor. Father Brown setzte sich wieder in seinen Sessel. Er wirkte traurig und erschüttert. Markus schildert es so: Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Lukas wird ein wenig konkreter, jedoch auch so, dass man sich das Geschehen nicht wirklich erschließen kann. Und es geschah, während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Apostelgeschichte, die ja vermutlich auch von Lukas stammt, beschreibt es unter Zuhilfenahme eines Naturphänomens. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Wurde er also nun in den Himmel aufgenommen? Wurde er zum Himmel emporgehoben oder nahm ihn eine Wolke auf? Lukas hat auch die Apostelgeschichte geschrieben? Vermutlich ja. Vergleichen Sie doch mal die Anfänge beider Bücher. Viel wichtiger erscheint mir an dieser Stelle doch die Frage, wohin jene Gestalt, wenn wir sie einmal so nennen wollen, die die Zeugen zu sehen glaubten, verschwand. Ab hier wird es dann nämlich rein spekulativ, also nicht mehr logisch nachvollziehbar. Da lächelte der Geistliche plötzlich wieder still in sich hinein. Und wie gehst du mit den letzten Worten dieser Gestalt um, Sherlock? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde.
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Tatsächlich. Ganz wie ein König gesprochen. Ja, diese Aussage zeigt eine Autorität, die ungeheuerlich anmutet. Gewiss könnte ein Gott oder der Sohn eines Gottes sich der Gestalt ausgedrückt haben. Aber eben auch ein weltlicher Herrscher dürfte mit einer derartigen Arroganz gesegnet sein, nicht wahr? Father Brown leerte sein Glas mit einem Zug. Also gut. Ich denke, es wird Zeit für ein Fazit, alter Junge. Ausgezeichnete Idee, Sir. Ich muss doch gestehen, mir qualmt inzwischen der Kopf von all dem theoretischen Deduzieren. Sie sind wohl ein wenig aus der Übung, Watson, wie? Ein ausgezeichneter Sherry, wirklich, Sherlock. Ein ganz wunderbarer Tropfen. Du hast eine Menge Fäden gesponnen und dir, wie ich mit Genugtuung sehe, eine noch größere Anzahl an Gedanken dazu gemacht. Eine solche Auseinandersetzung mit dem Thema habe ich bestimmt nicht durch meinen historischen Kriminalfall ausgelöst. Damit musst du schon seit längerem beschäftigt sein, vermute ich. Du vermutest richtig, wenngleich ich dieses Thema auch in den letzten Jahren nicht unbedingt bevorzugte. Aber ab und an war es mir in der Tat nicht unwichtig, das gebe ich zu. Sie waren also vorbereitet, Holmes? In gewissem Sinne, ja, alter Freund, ja. Und wie lautet nun das Ergebnis all dieser Überlegungen, die wir an diesem langen Nachmittag nun erwogen haben? Ich sah ihn mehr als neugierig an. Father Brown blickte leutselig vor sich. Er schien sehr zufrieden mit sich. Warum das so war, würde sich mir wohl nie erschließen. Dazu war ich viel zu sehr ein Fremder in der langjährigen Freundschaft dieser beiden Männer. Sherlock Holmes kehrte zu seinem Sessel zurück und ließ sich wieder darin nieder. Nun gut. Kehren wir also zum Ausgangspunkt und zu deinem Problem zurück, das du mir vorgelegt hast, John. Ich bitte darum und bin gespannt. Du fragtest, ob Jesus von Nazareth, wohlgemerkt der historische Jeschua, nach seiner Kreuzigung durch die Römer als bisher einziger Mensch tatsächlich von den Toten auferstand und wenn ja, ob er damit bewiesen hat, dass er Gottes Sohn und damit Gott selbst ist. Genau so habe ich es formuliert, ja. Du hattest das Ganze sogar noch zugespitzt, indem du wissen wolltest, ob gewissermaßen die Existenz einer ganzen Religion, nämlich der christlichen, auf einem ungelösten Kriminalfall basiert. Wiederum richtig. Um dies zu beantworten, stellte ich drei mögliche Hypothesen auf. Erstens, der Leichnam wurde von den Grabräubern entwendet, mit dem Ziel, den Anhängern des Wanderpredigers zu suggerieren, er sei tatsächlich auferstanden. Zweitens, der Nazoräer hat die Kreuzigung überlebt und konnte später mit der Hilfe seiner Anhänger fliehen. Und drittens, Jesus von Nazareth ist tatsächlich der Sohn Gottes oder Gott selbst oder ein gottähnliches, gottgleiches Wesen, das sich entweder selbst oder mit der Hilfe anderer gottgleicher Wesen ins Leben zurückgebracht hat. Wenn ich es richtig erinnere,
So konnten wir die zweite Hypothese durch logische und medizinisch nachvollziehbare und überprüfbare Argumente ausschließen. Elementar, Watson. Es bleiben also nur noch zwei Möglichkeiten. Beide sind mir nur äußerst schwierig aus dem Abstand von ca. 1900 Jahren zu bewerten und noch viel weniger zu beweisen. Ja, Sie sagen es, Holmes. Ist das so? Allerdings. Die dritte Hypothese erscheint mir nach wie vor als unwahrscheinlich, da es zu viele Ungereimtheiten gibt. Der genaue Ablauf ist nicht überliefert, die Berichte über die sogenannte Himmelfahrt widersprüchlich. Die Gestalt, die Zeugen sahen, hatte erkennbar nicht mehr die äußere Erscheinungsform des Jesus von Nazareth. Nur an seinen Taten und Worten wurde er wiedererkannt, was aber auch von einer anderen Person täuschend echt hätte nachgeahmt werden können. Ein echter Beweis für die Göttlichkeit jenes jüdischen Wanderpredigers kann also nicht geführt werden. Ebenso aber auch kein Gegenbeweis. Nicht wahr, alter Junge? Das muss ich zugeben. Aber für den Grabraub spricht doch einiges, oder, Holmes? Also, diese Hypothese erscheint mir persönlich von allen dreien die plausibelste. Holmes zündete seine Pfeife wieder an. Dann paffte er eine Weile nachdenklich. Ja, das dachte ich zunächst auch, Watson. Der Grabraub ist die nachvollziehbarste und auch logischste Erklärung der Geschehnisse. Er würde tatsächlich auch Father Brown in seiner Annahme bestätigen, dass die Existenz der christlichen Religion auf einem ungelösten historischen Kriminalfall basiert. Denn Grabraub war schon damals ein Verbrechen. Das klingt allerdings nach einem Aber, Sherlock. Ja. Ja, leider. Denn die Tatsache, dass der Leichnam nie gefunden wurde oder auftauchte, macht es auch hier unmöglich, mit letzter Gewissheit zu sagen, dass das die eigentliche Lösung des Problems ist. Das bedeutet also, dass keine der beiden verbliebenen Hypothesen wirklich greift. Korrekt, alter Freund. Holmes blickte durch mich hindurch. Hatte er versagt? Oder gehörte diese Sache zu den wenigen Fällen in seinem Leben, die er nicht hatte restlos aufklären können? Selbst deine bisher ungeschlagene Methode funktioniert hier nicht, Sherlock. Ist das nicht interessant? Da schüttelte der Meisterdetektiv bedächtig den Kopf. Oh doch, John. Das tut sie trotzdem. Wirklich? Das musst du erklären. Nun, erinnere dich an die genaue Formulierung meiner Methode, John. Sie lautet: Wenn alle möglichen Hypothesen bis auf eine beseitigt sind, ist diese noch so unwahrscheinliche Hypothese die richtige Hypothese. Aber keine deiner Hypothesen traf doch zu, Sherlock. Es tut mir leid, aber das stimmt so nicht. Die zweite Hypothese konnten wir ausschließen. Stimmt. Es bleiben aber immer noch die beiden anderen. Exakt. Und beide können wir nicht restlos beseitigen. Das bedeutet, dass diese beiden übrig bleiben. Und wenn sie übrig bleibt, dann... Ich erstarrte. Langsam erkannte ich, was Holmes uns damit sagen wollte. Er hatte zwar keinen direkten Gottesbeweis erbracht, aber... Dann ist diese noch so unwahrscheinliche Hypothese die richtige Hypothese. Ja, du hast recht. Danke, Sherlock. Du hast mich in meinem Glauben bestätigt. Nimm es, wie du willst, John. Beides ist möglich. Der Leichnam kann geraubt worden sein, der Tote kann aber auch von den Toten auferstanden sein. Was dann, so unwahrscheinlich es erscheinen mag, belegen würde, dass er Gott war. Und ist. Aber die Wahrheit werden wir dann also wohl nie erfahren. Oder, meine Herren? Oh doch, mein lieber Watson, oh doch. Wir werden sie erfahren, wenn wir selbst dieses irdische Dasein beenden werden. Somit können wir alle jenes größte aller Geheimnisse erst ganz zum Schluss lösen. Weißt du, was trotzdem tröstlich ist, Sherlock? Ich denke, du wirst es uns sofort sagen, John. Dass du doch einen Glauben hast, alter Junge. Ja, den hast du. Thank you.
Was bleibt am Ende eines solchen gedanklichen und intellektuellen Duells zweier überragender Denker ihrer Zeit noch großartig zu sagen? Father Brown verließ uns am nächsten Morgen, um zu seinem Amtsbruder nach Hastings zurückzukehren, bei dem er ja eigentlich zu Besuch war. Ich kann mich nicht entsinnen, ihn danach noch einmal wiedergesehen zu haben. Holmes und ich verbrachten einen wunderbaren Sonntag, an dem wir kein Wort mehr über die bemerkenswerte und so völlig andersartige Deduktion vom Vortag verloren. Stattdessen erzählte er viel von seiner Familie, was er vorher nie so ausführlich getan hatte. Er sprach vom Alter und vom Sterben, von der Vergänglichkeit und den Möglichkeiten eines Lebens nach dem Tod. Er tat dies aber nie in niedergedrückter Stimmung oder im Ton großer Traurigkeit, sondern er trug sich dabei stets heiter und fröhlich. Am Nachmittag stöberte ich, während er den 5-Uhr-Tee aufbrühte und das Gebäck vorbereitete, ein wenig in seiner Bibliothek und fand eine alte Familienbibel. Es war ein prachtvolles Werk, in Leder gebunden und mit dem Wappen der Familie im Deckel verziert. Ich schlug sie auf und wie durch ein Wunder fiel mein Blick auf eine Stelle, die sowohl auf ihn als auch auf das an diesem Wochenende Erlebte auf merkwürdige Art und Weise zu passen schien. Ich glaube, dass diese Stelle einen guten Abschluss dieses Berichtes bildet und dass sie jeden, der mir bis hierher gefolgt ist, weil ihn die erörterten Fragestellungen interessiert und in ihren Bann gezogen haben, dazu inspirieren können, sich eine eigene Meinung zu bilden, sei er nun ein gläubiger Christ oder nicht. Und seien Sie gewiss, es wird das einzige Mal bleiben, dass ich aus der Bibel zitiere. Die Stelle findet sich im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums und lautet: Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Wer es fassen kann, der fasse es. Und so sage auch ich abschließend nur, wer es erfassen kann, der erfasse es. Sie hörten Das Geheimnis des Glaubens. Ein ganz spezielles Sherlock Holmes Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten privaten Aufzeichnungen von Dr. John H. Watson. Es sprachen Sherlock Holmes, Gerd Haas, John Hamish Watson, Peter Weyand, Father Brown, Jürgen Heimüller, Ansage Gerd Haas. Creative Consultants Thomas A. Herrich. Sounddesign, Mischung und Master
Gerd Haas. Musikkomponist und Interpret Karl-Heinz Herrich. Titelillustration Eckhard Schneider. Buch, Regie und Schnitt Peter Weyand. Das vorliegende Hörspiel basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Peter Weyand. Es unterliegt dem Copyright des Autors und von Puzzle Cat Entertainment. Father Brown, im Deutschen auch Pater Brown, ist eine literarische Figur, die von Gilbert Keith Chesterton erfunden wurde. Ihre Darstellung im vorliegenden Werk lehnt sich nur grob am Original an und erfindet die Figur ansonsten neu. Alle in diesem Hörspiel geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Eine Produktion von Puzzle Cat Entertainment 2020.